Als ich in den Bundestag gekommen bin, habe ich gemerkt, ich könnte ein Leben führen, was darin besteht. Ich lasse mich vom Fahrdienst abholen, dann fresse ich mich beim parlamentarischen Frühstück erstmal rund und lasse mir was von der Tabakindustrie erzählen. Dann gehe ich ins Plenum und halte eine Rede, vielleicht auch in den Wirtschaftsausschuss oder ähnliches. Dann mache ich vielleicht noch mal ein bisschen Sport, jogge durch den Tiergarten und gehe dann abends und fresse mich durchs Buffet der Automatenhersteller-Lobby sozusagen, beispielsweise. Ne? Und das könnte ich so jeden Tag machen und ich bräuchte keinen Kontakt mehr zur Bevölkerung. Es wäre vollkommen okay, wenn ich mit Lobbyisten zusammensitze und dann wird das schon laufen. Ja, die sind ja die Experten in ihrem Bereich. Ja, eben, genau. Da wären wir wieder bei der Expertokratie. Cool. Das machst du auch. Ja, nein, natürlich nicht. So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wir sind an einem Ort, wo wir vorher noch nie gedreht haben. Wo sind wir? Wir sind auf dem Schiff Unkraut des Unkraut-Kollektivs. Das hier gehört zum Stadtteil Lichtenberg. Und wir haben gedacht, das ist ganz spannend, das hier zu machen, weil das Unkraut-Kollektiv eben hier nicht nur Partys macht auf diesem Schiff, sondern auch teilnimmt, wenn hier in Berlin mal eine Demo ist, also die Unteilbar-Demo zum Beispiel, wo es darum ging, dass soziale Rechte und Menschenrechte zusammengehören, bei Fridays for Future oder bei der großen Gegendemo gegen diesen Aufmarsch der AfD hier in Berlin. Und kollektive Besitzformen sind ja auch eine ganz gute Idee. Und dazu kommt, dass wir auf der einen Seite da hinten ein Kraftwerk von Vattenfall haben. Das war vorher ein Kohlekraftwerk. Seit 2017 ist es jetzt ein Gaskraftwerk mit Erdgas. Und auf der Seite, das habt ihr vielleicht gesehen, als ihr hierher gefahren seid, haben wir ganz viele Neubauten. Das heißt, man hat hier auch die Problematik der Gentrifizierung. Das heißt, hier wird alles neu, stylisch und schick. Und dann hat man natürlich auch die entsprechenden Konflikte, wenn hier zum einen eine alternative Kultur hier vor Ort ist und auf der anderen Seite halt die Leute sich belästigt fühlen dann, wenn hier halt Leute auch durchgehen, die eben nicht dem Idealbild des Normalos, der morgens zur Arbeit geht und abends die Tagesschau guckt. Und das ist, glaube ich, das ganz Spannende hier an dem Ort. Du wohnst hier, bist der Kapitän? Wer Der, bist du? das wäre das Ding. Nee, mein Name ist Lorenz Göster-Beutin. Ich bin Klima- und energiepolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Die Linke. Und wir sind hier, weil mein Mitarbeiter hier auch Teil des Kollektivs sozusagen ist. Und insofern war das für mich eine ganz gute Möglichkeit. Und ich glaube, im Raumschiff Bundestag hast du schon häufig genug gedreht. Seit wann bist du im Raumschiff Bundestag? Seit September 2017, also noch relativ neu, erste Legislaturperiode. War das dein Lebenstraum, mal Politiker im Bundestag zu werden? Nee, eigentlich war es das nicht. Irgendwann wollte ich mal Journalist werden und dann wollte ich Wissenschaftler werden und Historiker. Und irgendwann habe ich dann umgeschwenkt und muss aber sagen, dass es schon eine sehr gute Angelegenheit ist und dass es eine Menge an Möglichkeiten auch bietet. Jetzt bist du fast 3 Jahre im Bundestag. Gibt es irgendwas, was du gelernt hast in den 3 Jahren, was du dir vorher, also bevor du im Bundestag gekommen bist, nie hättest vorstellen können? Naja, ich habe beispielsweise immer gedacht, dass so Ausschüsse im Bundestag dafür da sind, dass wirklich Sachen ausgehandelt wird, dass man da über Sachen diskutiert, dass sich vielleicht auch mal Meinungen ändern oder so. Und tatsächlich ist es so, wenn du im Wirtschaftsausschuss sitzt, da sitzen viele Leute mit vorgefertigten Meinungen, der Herr Altmaier zum Beispiel, und dann werden sich diese vorgefertigten Positionen an den Kopf geworfen. Aber da ändert sich halt nicht wirklich was. Und insofern ist diese Art des Parlamentarismus eine sehr statische Angelegenheit eigentlich. Und ich glaube, da ist mir nochmal klar geworden, wie notwendig eine Demokratisierung unserer Demokratie tatsächlich ist. Aber warum hast du angenommen, dass man quasi offen diskutieren kann mit anderen Parlamentariern? Also in einem Ausschuss, in einem Wirtschaftsausschuss? Ja, eigentlich ein bisschen naiv, oder? Ja. Tatsächlich. Wie alt bist du nochmal? 42. Ah ja. Aber tatsächlich habe ich mir so eine gewisse Naivität da vielleicht bewahrt. Wenn da Ausschüsse sind, habe ich zum Beispiel an der Uni
die Erfahrung schon gemacht in der studentischen Selbstverwaltung, dass man da Sachen miteinander diskutiert und dass dann auch mal ein Kompromiss, eine neue Lösung kommen kann. Aber die Ausschüsse im Bundestag tagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, was das Ganze nochmal wesentlich unspannender macht. Und da passiert halt nicht so wirklich viel, außer eben, wie gesagt, die vorgefertigten Meinungen, die sich an den Kopf geknallt werden. Warum tagen die Ausschüsse im Bundestag nicht öffentlich? Tja, also wir als Linke, kannst du ja denken, haben schon immer darauf gedrungen, dass die öffentlich tagen müssen. Die Argumentation ist, glaube ich, irgend so etwas, dass man in vertraulicher Atmosphäre besser die Argumente austauschen kann. Aber das ist eigentlich letztlich vorgeschoben. Und ich glaube, die Bevölkerung hätte eigentlich ein Interesse daran, wenn ich im Bundestag beispielsweise argumentiere zum Strukturwandel, also wenn die Kohlekraft sozusagen aus der Lausitz rausgeht und die Bundesregierung hat da vorher die Mittel für den Fahrradverkehr rausgestrichen und von der Union bekomme ich da in den Kopf geknallt, ja Herr Beutin, Fahrradverkehr hat aber doch nichts mit Strukturwandel zu tun. Und das sind so Sachen, wäre ja schön, wenn das auch an die Öffentlichkeit käme, ne? Ja, aber warum wehren die sich dagegen, dass die Ausschüsse öffentlich sind? Wer wehrt sich da genau dagegen? Naja, die regierenden Parteien, insbesondere, glaube ich, meines Wissens, die Union. Und haben die was zu verstecken? Also ich meine, manchmal sind schon dämliche Äußerungen, aber die fallen auch im Plenum des Deutschen Bundestages. Und eigentlich ist das nicht groß spektakulär, was da abläuft. Aber manchmal kann man schon dann auch als Opposition sehr zielgenau dann auch kritisieren, was man in der Bundestagsrede nicht unbedingt so tun kann. Vielleicht wollen sie das ein bisschen verstecken. Und ab und zu haben dann auch einige Leute dann ehrlichere Momente. Also wenn Herr Altmaier beispielsweise erzählt, ja, wir wollen keine gesetzlichen Regelungen bei dieser und jener Sache, weil wir vertrauen der deutschen Wirtschaft. Ja, du nicht. Keine Ahnung. Du nicht? Ich habe da so ein gesundes Misstrauen, was so aus Erfahrungswerten resultiert. Und wir wissen ja schon, dass es einige Jahrzehnte, auch wenn du auf die Klimapolitik guckst, gibt, wo immer gesagt worden ist, wir machen das mit Anreizen und dann wird sich schon irgendwas tun und dann stellen wir eine Milliarde zur Verfügung und das wird dann irgendwie abgerufen werden und dann wird die Wirtschaft sich schon entwickeln und so. Und das hat irgendwie Jahrzehnte nicht geklappt und ich sehe keinen Grund, warum es jetzt klappen sollte. Worüber hast du deine erste Bundestagsrede gehalten? Meine erste Bundestagsrede, geht es darum, warum auch mit einer Energiewende und wenn wir jetzt die 20 dreckigsten Kohlekraftwerke abschalten, warum dann trotzdem keine einzige Glühbirne ausgehen würde, weil wir eben so einen massiven Stromüberschuss haben. Diese Formulierung habe ich ganz gut in Erinnerung. Die einzige Glühbirne, die nicht ausgeht. Quatsch, keine einzige, die ausgeht. Jetzt bist du der Energie- und klimapolitische Sprecher der Linken? Genau. Bist du darin ausgebildet? Bist du der Experte drin? Ich bin kein Experte, sondern ich habe... Muss man bei der Linken auch nicht sein, oder was? Ich weiß nicht, ich habe auch da so ein bisschen Skepsis an dieser Vorstellung des Expertentums. Ich glaube, als Politiker hast du die Möglichkeit, dich in Themen reinzulesen und reinzuarbeiten. Und ich bin eigentlich Historiker. Und Historiker haben zumindest früher im Studium sehr gut die Möglichkeit gehabt, sich neue Sachen zu erschließen, sich mit Quellen auseinanderzusetzen und so. Und da mit Hilfe meiner Mitarbeiterin und der Referenten im Bundestag, glaube ich, bin ich schon ziemlich tief in die Materie eingedrungen. Aber es geht ja nicht nur darum, tatsächlich Fachwissen zu haben, wie irgendwelche technischen Zusammenhänge sind, sondern auch den Blick fürs Gesellschaftliche zu haben. Das heißt, welche Gegenkräfte gibt es? Was steht uns entgegen? Warum wird nicht getan, was tatsächlich notwendig ist? Und das ist dann ein bisschen mehr als einfach nur das technische Wissen. Ich hätte ja sagen können, dass ihr eine Naturwissenschaftlerin oder eine Klimaforscherin in der Fraktion habt. Da wäre es doch dann logisch gewesen, sie zur klimapolitischen Sprecherin zu machen oder so. Ich habe keine Ahnung, ob wir das haben, eine Naturwissenschaftlerin, aber ich habe... Ist eure Fraktion so groß, dass du nicht alle kennst? Ist eure Fraktion so groß, dass du nicht alle kennst? Ich weiß tatsächlich nicht, was jeder Einzelne studiert hat oder jeder Einzelne studiert hat. Es sind 57 Leute und das weiß ich nicht, tatsächlich nicht so. Aber ich glaube, für mich war es die richtige Entscheidung, weil...
es mir immer um Parlamentarismus und Bewegungspolitik, um die Verbindung geht. Und ich maß mir schon an, auch in diesem Thema drin zu sein. Und wie gesagt, ich halte von dieser Expertokratie nichts. Und die Bundesregierung hat schon diverse Expertengremien aufgelegt. Und die Ergebnisse waren nicht immer so, dass da sich tatsächlich etwas getan hat. Also wir brauchen Experten, wir brauchen Wissenschaftlerinnen und wir müssen auf das Wissen zurückgreifen, was wir haben. Aber das müssen wir natürlich auch anwenden können und müssen wir dann auch in der Gesellschaft vermitteln können. Hm. Und insofern sind Parlamentarierinnen dann auch so etwas wie Knotenpunkte, Vermittlungspunkte sozusagen, um auch Wissen in die Gesellschaft reinzutransportieren. Jetzt bist du in den Bundestag gekommen und dann bist du gleich ein Sprecher einer wichtigen Sache in deiner Fraktion geworden. Wie hast du denn das geschafft? Ich meine, ihr habt ja quasi nicht 57 verschiedene Sprecherposten. Wir haben ziemlich viele Sprecherinnenposten tatsächlich. Also jeder Abgeordnete bekommt einen Sprecherposten. Es gibt ein paar Abgeordnete, die haben keine Sprecherposten. Aber tatsächlich ist Klima- und Energiepolitik im Laufe der Legislaturperiode nochmal wesentlich wichtiger geworden. Ich glaube, Ende des Jahres 2017 konnte man es noch nicht ganz klar absehen, wie wichtig das werden würde. Und ich glaube, in der Linksfraktion war es halt auch so ein bisschen Nischenthema. Und ich habe mir eben auch als Aufgabe gesetzt, dass ein bisschen Ende 2017 war es ein Nischenthema. Es war immer noch ein bisschen ein Nischenthema, auch innerhalb der Linken insgesamt. Und das habe ich für ein Problem gehalten und habe mir es als Aufgabe auch gesetzt, das Thema in den Mittelpunkt der Politik zu rücken. Und ein bisschen Unterstützung gab es ja dann von der Klimabewegung und der Entwicklung. Hast du irgendwelche, musstest du dich gegen irgendwen durchsetzen? Bist du gegen Sarah Wagenknecht angetreten oder so? Nee, also mit Sarah musste ich mich da nicht um diesen Posten streiten. Da war ja klar, dass sie die Fraktionsvorsitzende werden wird und dass sie diesen Job übernehmen wird. Und insofern, der Job ist gerade frei geworden. Meine Vorgängerin Eva Bulling-Schröter hat sich nicht mehr in den Bundestag wählen lassen. Und ich habe gedacht, es ist eine gute Gelegenheit als Parlamentsneuling dann auch relativ viele Reden zu halten und sich da zu trainieren und überhaupt da reinzukommen. Und das hat sich auch so ein bisschen dann erfüllt. Ich meine, spätestens seit Fridays for Future ist das Klimathema ja auch nicht mehr aus den großen Medien wegzudenken. Wie oft bekommst du Talkshow-Einladungen und so weiter? Talkshow-Einladungen noch nicht so wirklich. Wir über die Presse, Öffentlichkeit, paar Interviews, größere Talkshow-Einladungen bis jetzt nicht. Also ich glaube, das letzte Mal, als ich wirklich in der Talkshow war, war damals als Studierender. Aber ich glaube, das ist auch nicht das Zentrale, um politisch wirksam zu sein. Ja, aber wäre schon schön, wenn man quasi auch als linker Politiker der Klimaexperte dann ist, zu Wort kommt. Klar, wäre das schön und ich bin offen dafür. Aber für mich zählen andere Sachen. Für mich zählen Sachen wie die Position öffentlich vertreten zu können, aber auch in den Bewegungen gleichzeitig präsent und aktiv zu sein und zu zeigen, die Linke hat eben eine klare klimapolitische Position. Reden wir gleich drüber. Klar. Was wolltest du jetzt nach der Schule machen? Also du meintest ja, du wolltest Wissenschaftler werden, dann wolltest du das werden und dann das werden. Was wolltest du nach Abi hast du ja gemacht, oder? Abi habe ich gemacht. Ich komme aus Trittau, das ist Hamburger Randgebiet, ja. Speckgürtel sozusagen. Da in der Nähe von Trittau vom Dorf sozusagen und habe da so die ersten politischen Schritte auch gemacht. Also du bist auf Dorfschule gegangen oder was? Nee, das gab es bei uns nicht mehr, sondern zentral in diesem Ort Trittau halt in der Nähe von Hamburg gab es eine zentrale Schule, einen zentralen Schulkomplex, wo dann damals halt hieß es ja noch Realschule, Hauptschule, Gymnasium und die Grundschule dann halt waren. Quasi alles an einem Platz. Mhm. Und Gymnasium war noch 12 Jahre oder 13 Jahre Abi? Das war 13. Das ist ja erst später gekommen, die Experimente da. Und ganz gut, dass es 13 waren? Ich bin da vollkommen zufrieden mit und ich glaube, dass
habe ich auch gebraucht. Also ich halte nichts davon, von dieser Vorstellung Schule just in time und Studium von just in time, sondern ich glaube schon, dass es auch ein Stück weit um Selbstentwicklung geht. Warst du schon politisch aktiv während deiner Schulzeit? Also keine Ahnung, was hast du? Schülerzeitung gemacht, Schülervertretung? Also die Klassiker sind natürlich, dass es damals eine Demo gab gegen den zweiten Irakkrieg, glaube ich. Der erste war, glaube ich, Iran-Irak, der zweite dann. 2003. 2003. Nee. Der früher. Es gab doch einmal, genau, also es gab doch einmal, war es nicht der zweite schon? Gab es nicht diesen Iran-Iran? Ja, ja, aber der hieß nicht Irakkrieg. Ah, okay. Ja. Oder also, Golfkrieg hat man das früher genannt, ne? Ah, okay, gut, genau. Ach so. Also so, das war eine Erfahrung, und aber ganz zentral für mich und ganz prägend für mich waren die Anschläge, die es damals gegeben hat. Also Solingen, Mölln insbesondere. Mölln ist da halt eine Nachbarstadt. Und dann auch Lübeck. Also ich weiß, dass ich das mit meinem Vater damals, als das in Lübeck war, im Radio gehört hat und ihn dann gebeten habe, dorthin zu fahren. Und auch Lübeck ist ja noch immer nicht der Brandanschlag sozusagen aufgeklärt. Und diese Serie war für mich schon sehr prägend. Und gleichzeitig war ich erst in der Jugend des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, und dann habe ich später mit anderen zusammen die Grüne Alternative Jugend für Trittau und Umgebung gegründet. Gab's nämlich damals noch nicht. Und wir haben halt das Typische ein bisschen gemacht, so Umweltpolitik, aber auch zu Frage von Kriegsdienstverweigerung, Antimilitarismus und Ähnliches. Das war damals bei den Grünen halt noch ein Thema. Du bist also quasi recht grün aufgewachsen. Bist du aus welchem Haushalt kommst du? Also, eigentlich komme ich gar nicht aus dem grünen Haushalt. Das hat sich halt einfach so ergeben, sondern meine Mutter ist Lehrerin ursprünglich und ist jetzt in der Gewerkschaft aktiv. Und mein Vater ist Hochschuldozent gewesen und war da auch konfrontiert so mit dem Thema Berufsverbote und Ähnlichem, weil er sich halt auseinandergesetzt hat, zum einen mit Sigmund Freud und zum anderen mit Karl Marx. Und dann ist gesagt worden, das ist Pseudowissenschaft, und musste dann lange auch einen Prozess gegen die Universität Hamburg halt führen, 20 Jahre lang. Und es gab einen Vergleich. Also irgendwann am bestimmten Punkt hat die Universität einen Vergleich angeboten. Nach 20 Jahren. Dann hat mein Vater gesagt, ja, wenn es jetzt halt noch weiter hochgeht, Bundesverfassungsgericht, Europäischer Gerichtshof für Menschenrecht oder was weiß ich, den Weg sind ja auch einige gegangen, aber hat er gesagt, ich weiß nicht, ob ich das dann noch erlebe, und ich will lieber jetzt das Geld dann halt mitnehmen und mit diesem Vergleich sozusagen da rausgehen. Ist er dann zufrieden? Was hat er dann jetzt erreicht? Oder damals? Ich glaube, eine Menge. Also mit dieser gesamten Bewegung gegen die Berufsverbote, das öffentlich zu machen. Und es ging halt auch ganz einfach ums Geld und um die soziale Existenz sozusagen. Das hat auch immer dann eine Rolle gespielt. Aber mein Vater ist auch immer in Friedensbewegungen und ähnlichen Sachen halt aktiv gewesen. Und das hat halt immer eine Rolle gespielt, auch bei uns, und hat mich, glaube ich, auch sehr beeinflusst, auch dann schon diesen Weg zu gehen. Du wurdest also als Kind und Jugendlicher schon politisiert. Von deinen Eltern. Auch. Hast du nicht rebelliert? Auch. Bist du nicht konservativ geworden? Naja, meine Rebellion war ja dann die Grüne Alternative Jugend, ne? Weil eigentlich wäre ja was Rotes naheliegend gewesen. Und ich habe gesagt, ja, Edge, ich bin mal rebellisch und mach die Grüne Alternative Jugend, ne? Und waren die Eltern sauer? Mein Vater fand das mit den Grünen schon nicht so toll und meinte, die werden halt irgendwann den Weg gehen der Anpassung, was dann ja auch 98, 99 mit der Schröder-Fischer-Regierung dann auch gekommen ist. Aber für mich war es damals der richtige Weg, und von da aus ist es dann an der Uni in die Studierendenbewegung sozusagen dann gegangen. Wo bist du da gelandet?
So SDS oder was? Genau, so ein Äquivalent erstmal und im Fachschaftsrat Geschichte dann gelandet. Und dann hatten wir diese ganzen Auseinandersetzungen um Studiengebühren, Einführung von Studiengebühren, Bachelor, Master und dann auch mit dem Rechtssenat, wo man ja so erste Erfahrungen gemacht hat mit Rechtspopulismus. Genau, richtig. Hm. Mit dem Rechtssenat mit Ronald Schill hieß er. Und die sind ja ganz schön durch die Decke gegangen damals im Zuge von 9/11. Da ging es ja auch schon um Islamismus und ähnliche Sachen, wo ich dann auch die ersten Erfahrungen dann auch mit Olaf Scholz als Innensenator gemacht habe, der ja damals hier den Brechmitteleinsatz in Hamburg durchgedrückt hat, weil seine Theorie ja war, wir nehmen den Rechten sozusagen die Stimmen weg, indem wir selbst was Rechtes machen. Hat nicht geklappt. Hm. Aber vor dem Studium kommt ja Wehrdienst. Was war der Bundeswehr? Nee, ich habe den Kriegsdienst damals verweigert und habe dann Zivildienst in der Evangelischen Akademie in Bad Segeberg gemacht. Wie konntest du den Wehrdienst verweigern? Das war damals ja schon wieder ein bisschen einfacher. Es gab ja Zeiten, wo das richtig hart und schwer war. Aber damals war es richtig einfach. Ja, aber warum wolltest du den verweigern? Warum ich den verweigern wollte? Ja. Aus einer grundsätzlichen pazifistischen Grundhaltung. Hättest du überprüfen können, ob quasi deine pazifistische Grundhaltung zu der Realität passt? Ja, klar. Aber ich meine, als Menschen sind wir ja auch gewohnt zu lernen aus Erfahrungen anderer und man muss nicht alle Sachen selbst ausprobieren, man muss nicht mit der Hand auf die Herdplatte fassen, um zu wissen, dass das blöd ist. Und Zivildienst war wo, Seniorenheim? Evangelische Akademie Bad Segeberg. Was macht man da? Das war damals ein Tagungszentrum, da ging es um Tagungsbetreuung, Betreuung von jugendlichen Gruppen, aber auch irgendwie Ausschank bei Tagungen, Gärtner unterstützen und so weiter und so fort. War sehr angenehm. So, und dann kam ein Studium. Hast du Geschichte studiert? Geschichte, Politik und Germanistik. Ich habe mit VWL angefangen tatsächlich und habe gedacht, VWL könnte was für mich sein. Ich habe aber relativ schnell gemerkt, dass ich mir das irgendwie anders vorgestellt habe, die Ausrichtung. Es ist alles sehr fokussiert auf eine rein marktwirtschaftliche und neoliberale Theorie damals gewesen. Und die hat sich durchgesetzt, es, ne? Es gab wenige Professoren, die das irgendwie anders gesehen haben. Ja, aber die Marktsicht hat sich doch durchgesetzt. Und hat sich ja damals schon, ne? Mit 89 hat der Kapitalismus gewonnen und wie der Philosoph Francis Fukuyama gesagt hat, es war dann das Ende der Geschichte, ne? Ja, eben. Ja, eben. Fertig. Können wir aufhören mit dem Interview. Genau. Gut. Ja, aber selbst wenn du quasi damit ein Problem gehabt hast, hättest du wieder bei der Bundeswehr machen können, guckst du das halt an und verstehst quasi, ne, Feind verstehen und so weiter. Ja, auch eine nette Idee, ne? Da gab es tatsächlich mal, ich glaube auch im Zuge 60er, 70er Jahre, ne, Linke in die Bundeswehr, um den Dienst an der Waffe irgendwie zu lernen und da reinzukommen und den Feind zu verstehen, aber halte ich nicht so viel davon. Ich will lieber die Bundeswehr auf ganz lange Sicht, sag ich mal, überflüssig machen. Gibt immer so einen Running Gag jetzt mittlerweile verschwunden in den Interviews, dass gesagt wird, die jungen Leute von Fridays for Future und so weiter, die sollen aber zur CDU gehen und die CDU von unten unterwandern. Also du brauchst ja in manchen ostdeutschen Landesverbänden mal ein paar Tausend und dann hast du da eine Mehrheit. Genau, solche Versuche gab es ja mit der FDP hier in Berlin, glaube ich auch mal, gab es auch mal den Versuch, da massenhaft einzutreten und die FDP zu übernehmen und die dann irgendwie zu einer interessanten Partei zu machen oder so. Aber ich weiß nicht. Oder die Linken. Geht in die Linken und krempelt die Linken um. Ja, habt ihr da Bedarf oder ist die perfekt? Die Linken sind eine perfekte Partei, allseits bekannt. Nee, ist es nicht. Sondern ich
man geht, glaube ich, in eine Partei mit einer, im Idealfall mit einer bestimmten Position rein und guckt sich an, okay, ich habe vielleicht 70-80% Übereinstimmung, das könnte was werden. Und trotzdem gibt es da Sachen, die man verändern muss und wo man Positionen ändern will, wo man Strukturen ändern will, beispielsweise so eine Art des Sitzungssozialismus, der... Was? Sitzungssozialismus bezeichne ich immer so ein bisschen das Abarbeiten von Tagesordnung. Ne? Tagesordnungspunkt 1 Begrüßung, Tagesordnungspunkt 2 Protokoll der letzten Sitzung Verabschiedung und so weiter und so fort. Top 12 dann verschiedenes. Und da wird unheimlich viel Zeit drauf verwendet, die wo man eigentlich gucken könnte, dass man da zumindest eine bessere Balance findet zwischen nach draußen gehen, Aktionen machen, Menschen überzeugen und Tagesordnung abarbeiten. Aber du bist ja erst bei den Grünen gelandet, oder? Naja, ich bin bei der Grünen Alternativen Jugend gelandet, habe dann aber 1998 haben wir noch Party gemacht sozusagen und haben Rot-Grün abgefeiert und haben gehofft, dass das nicht so schlimm kommt und dass der Oskar da ein bisschen korrektiv zum Schröder ist und dass Schröder sich nicht mit seiner Linie durchsetzen wird, was war damals schon so ein bisschen erkennbar und dass die Grünen da auch ein Korrektiv sind, aber das hat sich ja leider ein bisschen als Fata Morgana rausgestellt. Was hat dich besonders gestört? Der Kosovo-Krieg, die Begründung dieses Krieges, Vertrag von Rambouillet, Hufeisenplan A, aber auch Joschka Fischer mit, ich habe nicht nur gelernt, nie wieder Krieg, sondern auch nie wieder Auschwitz. Das ging nicht um zweites Auschwitz, es ging um brutalen und schlingen Bürgerkrieg, es ging um Morde, aber es ging nicht um zweites Auschwitz an dieser Sache. Und hinzugekommen ist dann für mich auch die Sozialpolitik, die ja sich auch deutlich dann, also man hat gedacht, nach Kohl ist der Mehltau der Republik ist abgefallen und jetzt kommt der Aufbruch mit Rot-Grün und das wird alles super und es wird alles super reformiert und es ist ja dann auch viel reformiert worden, aber eben, nicht unbedingt in die super Richtung. Bundesrepublik war der kranke Mann Europas. Ja. Da musste da was getan werden, da musste wieder gesund gemacht werden. Genau, das machen wir dann mit Billiglöhnen, mit denen wir die anderen Staaten kaputt konkurrieren, holen uns die ganzen Fleischfabriken rein, wo das Billigfleisch produziert wird. Wir machen prekäre Arbeitsverhältnisse mit Werkverträgen und Leiharbeit und gleichzeitig kreieren wir dann noch mit Hartz IV so richtig die Knute im Rücken der Arbeiterin, damit sie dann auch wissen, dass sie bloß nicht zu sehr aufzumucken haben. Genau. Genau, das war das Prinzip. Hat auch funktioniert. Es hat funktioniert, wenn man halt so eine neoliberale eher nicht so menschenfreundliche Weltsicht hat. Das stimmt. Ja, aber gut, jetzt würde jeder Neoliberale oder jeder FDPler sagen, er ist natürlich auch ein Menschenfreund. Ja, natürlich. Die wollen ja alles das Beste. Und dann kommt die unsichtbare Hand und ordnet das und stellt dann wieder irgendwie irgendwas her, damit es weitergeht. Und es ist ja auch wichtig, dass es der Wirtschaft gut geht, sagen die ja dann. Ne? Ja, glaubst du nicht an die unsichtbare Hand? Also Hans-Werner Sinn, der Ökonompapst in Deutschland, hat hier gesagt, natürlich gibt's die. Der hat das hier gesagt. Ja, also hier bei Jung und Naiv. Ah, nicht echt? Auf, nicht den auf hattet die auch, cool. Klar. Ja, ich glaube, dass Sinn viel Unsinn redet. Das liegt ja nahe bei seinem Namen, dieser Wortwitz. Und er hat den totalen Markt vertreten vor der Finanz- und Wirtschaftskrise. Nach der Finanz- und Wirtschaftskrise hat er gesagt, okay, wir müssen jetzt doch den Markt regulieren. Mittlerweile redet er wieder über den freien Markt. Das hat so Konjunkturen, was er tatsächlich erzählt. Aber nein, ich glaube nicht an die unsichtbare Hand, weil das ist ein
bisschen, wenn man das populistisch formulieren will, wir haben ganz viele Menschen, die machen alle gemeinsam ganz böse, egoistische Sachen. Und dann kommt das alles, richtig, dann kommt das alles sozusagen zusammen und aus den ganzen egoistischen Sachen kommt wie durch ein Wunder dann nachher irgendwas Gutes bei raus. Und der Staat, den brauchen wir ja nicht, der ist ja dann nur ein Nachtwächter und stellt sozusagen die Ordnung her für dieses System. Genau. Ja, das ist die Idee. Ja, klingt in der Theorie erstmal gut. Nur wir sehen weltweit, dass es eben nicht funktioniert und dass im Prinzip das Gegenteilige passiert. Das heißt, wenn viele Leute viel Egoistisches machen, wird die Gesellschaft egoistisch und bestehende Ausbeutungsverhältnisse und bestehende Ungleichheiten spitzen sich zu. Und zwar nicht nur bei uns in unserer Gesellschaft, sondern eben auch weltweit, auch in den Ländern, die wir sozusagen ausbeuten müssen, um unseren Reichtum und unseren Wohlstand aufrechtzuerhalten und unsere Gesellschaft am Laufen zu halten. Welche Länder beuten wir aktuell aus? Die, bei denen das einfach möglich ist. Das ist eine ganze Menge. Beispielsweise durch unfaire Handelsverträge, afrikanische Staaten, durch Abbau von Ressourcen, Nigeria, Öl beispielsweise. Gibt da ganz spannende Sachen, über die man da reden kann, zum Beispiel Burkina Faso, wo wir unsere ganze Milch hinschaffen, die wir nicht brauchen und die dort die Strukturen und die kleinen bäuerlichen Strukturen kaputt machen und Armut schaffen. Oder die Fischbestände, die vor Somalia weggefischt werden und wo wir uns dann wundern, warum Leute denken, es sei irgendwie dann mal eine Möglichkeit, um zu überleben, einfach mal ein paar dieser Boote sozusagen in Besitz zu nehmen, also Piraterie. Ich meine, alles hat eine Ursache und eine Wirkung. Gut, jetzt hast du was gegen Neoliberale. Was bist du denn? Ich, Kommunist oder was? Na, ich bin demokratischer Sozialist, wie es in unserem Parteiprogramm steht. Aber letztlich, um ganz ehrlich, demokratischer Sozialist ist ein bisschen die Abgrenzung vom autoritären Sozialismusmodell, das mit dem Stalinismus, das, was meine Grundüberzeugung ist, das funktioniert nicht. Aber um ganz ehrlich zu sein, mir ist es ziemlich egal, ob das, was da kommt, ob wir das jetzt Kommunismus, ob wir es Sozialismus, ob wir es Anarchismus. Anarchismus heißt ja auch nicht unbedingt das totale Chaos. Immer, das wird ja immer ein bisschen missverstanden. Wie wir das nachher nennen oder ob wir einen ganz neuen Ausdruck gebrauchen, aber wir brauchen halt eine solidarische Gesellschaft und für eine solidarische Gesellschaft zählen für mich eben zwei Werte. Das sind Freiheit und Gleichheit. Und Freiheit nicht als begriffen so neoliberal, also die Freiheit, wie ich mich am besten am Markt verkaufen kann, sondern tatsächlich auch Freiheit von Unterdrückung, Meinungsfreiheit, Bewegungsfreiheit und so weiter. Die Grundrechte, die auch in unserem Grundgesetz dann vermittelt sind. Und Gleichheit heißt, kommt ja dann immer wieder gleich der Vorwurf an Gleichmacherei, aber es heißt, gleiche Lebensverhältnisse zu schaffen und einzutreten, dass jeder Mensch ein Recht auf Glück hat und zwar nicht nur bei uns, sondern weltweit. Das heißt auch, Ausbeutung radikal in Frage zu stellen. Hast du eine andere politische Überzeugung? Andere politische Überzeugung? Du hast vorhin Pazifismus angedeutet. Bist du Pazifist? Ich würde mittlerweile fast eher sagen, ich bin Antimilitarist. Das ist der Unterschied. Ich glaube so aus der Erkenntnis auch des Zweiten Weltkriegs und der Niederringung des deutschen Faschismus. Oder okay. Jetzt liegt gerade die Marine an. Nein, ja, genau. Oder auch die Auseinandersetzung Vietnam, USA und ähnliche Sachen. Ich glaube, es gibt schon eine Situation, wo man sich auch verteidigen muss. Das denke ich schon und das
deswegen eher Antimilitarismus. Ich will, dass Militär überflüssig gemacht wird als eine ferne Utopie sozusagen. Und dafür trete ich ein, unsere Welt friedlicher zu machen und gerechter zu machen. Klingt jetzt erstmal her, aber ich glaube, dass das, was Helmut Schmidt gesagt hat, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen, dass das grundlegend falsch ist, sondern ich glaube, eine Gesellschaft braucht immer eine Zielvorstellung, wo es hingehen soll. Jetzt bist du 3 Jahre im Bundestag, waren wahrscheinlich schon viele Bundestagsmandate zur Abstimmung. Hast du irgendeinem zugestimmt? Auslandseinsätze, nein. Hm? Nein, natürlich nicht. Ja, aber es gibt ja auch UN-Mandate und Ausbildungsmissionen. Es ist ja, die allerwenigsten sind ja quasi bewaffnete Einsätze. Also Afghanistan. Ich bin grundsätzlich aus der deutschen Geschichte gegen deutsche Auslandseinsätze. Selbst selbst Blauhelme und sowas. Ich habe auch gegen diese Blauhelmeinsätze gestimmt, ja. Das ist eine Grundüberzeugung. Weil auch die Vereinten Nationen und der UNO-Sicherheitsrat ein Aushandlungsgremium sind von Interessen der Großmächte und nicht eben das, was man sich wünschen würde, ein demokratische Vermittlungseinrichtung. Das heißt, du hast auch gegen das Mandat für den Kosovo-Einsatz gestimmt. Der läuft ja immer noch. Da sind immer noch Bundeswehrsoldaten. Ja. Wenn die jetzt aber rausgehen würden, so wie du das sagen würdest, dann könnte ja wieder neue Konflikte entstehen und da wieder ein Bürgerkrieg ausbrechen. Ich glaube, dass da polizeiliche Strukturen, dass da zivile Strukturen geschaffen und da geschaffen werden müssen und dort aufrechterhalten werden müssen. Und ich glaube, dass Konflikte grundsätzlich nicht militärisch gelöst werden können. Nimm mir doch mal ein Mandat oder wie das aussehen müsste, damit du einem Bundeswehreinsatz zustimmst. Ja, aber als Pazifist kannst du Nö sagen, weil du dann immer grundsätzlich, aber gibt es kein Mandat, kein Szenario, wo du sagen würdest, da stimme ich zu, da finde ich es gut, dass die Bundeswehr ist? Ich freue mich jetzt nicht, irgendwelche Sachen auszudenken. Ich kann sagen, ich finde es richtig, dass die Vereinten Nationen demokratisiert werden. Ich finde die Funktion des UNO-Sicherheitsrates, wie er strukturiert wird und dass er so ein Entscheidungsgremium gerade bei solchen Fragen ist, finde ich problematisch. Ich würde mir aber auch eine Stärkung der Vereinten Nationen und vielleicht auch ein Gewaltmonopol wünschen, sozusagen. Aber wünschen kann ich mir viel. Also ich kann mir wünschen, dass die nationalen Armeen abgeschafft werden, dass die UNO ein Gewaltmonopol haben, dass die UNO funktionieren. Aber das Wünschen hilft nichts, sondern darauf hin zu arbeiten. Was hältst du von der Idee einer europäischen Armee oder einer EU-Armee? Das ist ja auch ein Ziel, was Merkel und Macron als ein Modell sozusagen genannt haben, um aus der Finanz- und Wirtschaftskrise rauszukommen. Mhm. Weil dann kann man gemeinsam produzieren für die gemeinsamen Armeen und Ähnlichem. Wir haben aber gesehen, dass gerade die europäischen Armeen auch Stichwort Libyen Konflikt und andere genutzt werden, um sozusagen auch in diesen Weltordnungskriegen, als die ich das bezeichnen würde, auch genutzt werden, um ungleiche Verhältnisse und Ausbeutungsverhältnisse auch aufrechtzuerhalten. Aber wenn dein Ziel ist, quasi Militarismus und militärische Strukturen zu überwinden, ist es dann nicht leichter, quasi eine europäische Armee dann irgendwann zu überwinden, anstatt 30 verschiedene? Ach, du meinst, wir bündeln das alles und dann überwinden wir es gemeinsam, also, als subversive Strategie. Ich habe immer verstanden, es gibt keine Bundeswehr mehr und keine französische Armee, sondern eine EU-Armee. Ja, und Frankreich beispielsweise will das verbinden und ich habe gehört, dass die Union da auch nicht ganz abgeneigt ist, dann mit einer Lockerung zum Beispiel von Rüstungsexportkontrollen und ähnlichen Sachen. Noch lockerer? Noch lockerer tatsächlich, genau. Also Frankreich handhabt das wohl auch noch ein bisschen lockerer. Und ich meine, das kurbelt ja dann auch die Wirtschaft an und ist ja dann wahrscheinlich auch wieder eine ganz gute Idee. Also es war jetzt Zynismus. Du hast jetzt keine Sympathien für eine europäische Armee? Nee, habe ich nicht. Was ist mit der NATO?
Ich habe auch keine Sympathien mit der NATO. Die NATO ist ein Relikt des Kalten Krieges. Hatten wir ja eben schon mal, die NATO hat quasi gewonnen. Ja. Und es gab tatsächlich dann irgendwie 10 Jahre, wo die NATO nach einer Aufgabe gesucht hat, nach einem neuen Konfliktfeld sozusagen gesucht hat, weil viele gesagt haben, ja, die NATO, brauchen wir die NATO tatsächlich noch oder brauchen wir sowas wie Institutionen kollektiver Sicherheit, also wo Staaten tatsächlich eine gemeinsame Sicherheitspolitik machen. Und Europäische Armee? Nee. Oder europäisches Militär? Nee. Ja, aber das wäre ja ein ähnliches Konzept wie die NATO und wäre so... Aber ist das nicht ein besseres Konzept als die NATO? Weil dann bist du erstmal die Amis los. Ich weiß nicht, ich bin... Das ist so ein Schritt in die richtige Richtung, in deine Richtung. Ich bin schon überzeugt, dass es sinnvoll ist, auch die USA in Konzepte einzubinden. Und ich glaube, dass es nicht viel geholfen ist, wenn die USA aus der NATO austreten, sondern es wäre eher das sinnvolle, Schritte zu machen, dass die NATO überflüssig wird. Na gut, Pazifismus nicht wirklich, Freiheit, Gleichheit, gibt es eine andere politische Überzeugung? Ja, habe ich doch eben schon angedeutet. Neben der Politik der Klimagerechtigkeit ist es auf jeden Fall der Antifaschismus, der für mich halt in der Grundlage von allem bei mir ist. Bist du der Chef der Antifa? Ja klar, natürlich. Ja, im Verein, ich verteile das Demogeld. Ja. Und ich glaube, dass nicht nur aus der Geschichte, sondern dass wir jetzt auch gerade sehen, wie wichtig antifaschistisches Engagement und eine antifaschistische Grundhaltung und Grundüberzeugung ist. Und deswegen ist das für mich neben meinen friedenspolitischen Positionen, glaube ich, die Position, die für mich absolut unverrückbar ist. Wie hältst du es mit, Gott, ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll. Bist du Antikapitalist? Antikapitalist in dem Sinne, dass ich den Kapitalismus überwinden will. Also ich glaube nicht daran, dass das so eine Situation ist. Erst hast du den Kapitalismus, dann gibt es den Break und dann hast du den Sozialismus. Sondern ich glaube, dass man Schritte innerhalb dieser Gesellschaft gehen kann. Aber in dem Sinne bin ich Antikapitalist, dass ich glaube, dass der Kapitalismus unsere Lebensgrundlagen grundlegend schädigt und dass wir, wenn wir wirklich und die Zukunft der Menschheit retten wollen, dass wir tatsächlich den Weg gehen müssen zu einer solidarischen Gesellschaft, die grundlegenden Prinzipien des Kapitalismus überwindet. Aber was heißt für dich Solidarität oder solidarisch sein? Weil das haben wir auch in den letzten, sag ich mal, 10 Jahren mitbekommen, wenn Deutschland solidarisch mit Griechenland war, dann war das eher so... Sie knebeln, weißt du? Fandest du, Deutschland war solidarisch mit Griechenland? Nein, aber Merkel und Schäuble haben davon gesprochen. Und die ja, selbstverständlich. Ich meine, aber real war es so, dass das Geld, was dorthin gepumpt worden ist, dann auch auf anderem Wege wieder an die deutschen Banken zurückgekommen ist, um Schulden zu finanzieren. Dass dort das Gesundheitswesen, das Rentensystem angegriffen worden ist, Privatisierung von Flughäfen und anderen Sachen. All das war sozusagen nochmal, dass man dieses deutsche Modell, was wir mit Niedriglöhnen, mit der Agenda-Politik, mit Privatisierung und so weiter, dass man dieses Modell übertragen, dass man dieses, ich dachte, wir schwimmen weg, dass wir dieses Modell übertragen haben auf ganz Europa. Und mit dieser Politik, Austeritätspolitik genannt, haben wir tatsächlich dann die Staaten geknebelt. Unser deutsches Modell denen sozusagen übergestülpt. Und das hat weniger mit Konkurrenz zu tun, weniger mit Solidarität zu tun und mehr damit zu tun, tatsächlich zu sagen, das deutsche Wesen, das deutsche Modell und das deutsche Kapital ist das, woran Europa wächst. Ja, mein Punkt war so ein bisschen, der Begriff Solidarität wurde pervertiert. Ja, aber
Die Strategie des Neoliberalismus ist ja grundlegend, Begriffe zu pervertieren. Beispielsweise hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen, den Begriff der Freiheit als die Freiheit, sich am Markt zu vermarkten, quasi seine Arbeit dem Arbeitgeber zu geben. Weil man ist ja der Arbeitnehmer, man nimmt ja vom Arbeitgeber dann auch die Arbeit ja entgegen. Ne? Und ich glaube, dass wir schon Begriffe wieder vom Kopf auf die Füße stellen müssen. Und Solidarität heißt einfach ganz grundlegend Internationalismus. Das heißt, ich will nicht nur Gerechtigkeit hier in Deutschland, eine gerechte Gesellschaft, sondern für mich ganz klassisch gehört dazu auch, dass ich weiß, dass das, wie es hier läuft, dafür sorgt, dass es woanders richtig dreckig abläuft und dass der globale Süden beispielsweise gerade schon eine ganze Zeit ächzt unter dem Folgen. Das heißt, du hast erst die direkte Ausbeutung gehabt, du hast den Kolonialismus gehabt und jetzt hast du zum einen mit unfairen Handelsverträgen und zum anderen mit den Folgen des Klimawandels dann die zweite Stufe sozusagen gezündet, wo du so eine Art, ja, kannst du vielleicht Neokolonialismus sagen, neokoloniales System hast, ohne dass es tatsächlich direkte Unterdrückungsstrukturen sind, sondern eher indirekte halt. Zurück zu deinem Werdegang. Irgendwann hast du ja dein Studium abgeschlossen. Wie lange hast du gebraucht? Ich habe... Das war bestimmt noch nicht 9 Bachelor. Oder 10, 9, was? Das war glücklicherweise noch Magister und relativ gute Freiheiten. Ich glaube, ich habe 10 Jahre gebraucht, habe mir ordentlich Zeit gelassen, habe 4 Studierendenpolitik gemacht und kann sagen, ich habe da tatsächlich keine Zeit verschwendet, sondern ich habe enorm viel gelernt. Ja, du hast natürlich Zeit verschwendet, weil du hättest wahrscheinlich jetzt 6 Jahre eher für die deutsche Wirtschaft da sein können. Eben, das sagte ich ja. Ich halte nichts vom Studium just in time und möglichst schnell der Wirtschaft zur Verfügung zu stehen. Ja, kannst du ja auch. Also deswegen führen wir ja auch das Interview nicht, damit du meine Meinung oder meine Position akzeptierst, sondern du willst meine kennenlernen. Hast du 10 Jahre deinen Eltern auf der Tasche gelegen? Ich habe BAföG bekommen. Ja. Und ich finde. Damit konntest du 10 Jahre auskommen. Irgendwann war es zu Ende und ich habe Nebenjobs gemacht, habe zum Beispiel im Altersheim gearbeitet, Sicherheitsdienst und solche Sachen. Sicherheitsdienst. Ja, Sicherheitsdienst. Und dann irgendwann war dann auch das Angebot, ob ich das nicht machen will für die amerikanische für das amerikanische Konsulat in Hamburg. Dann müsste ich aber schießen lernen. Und das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich bleib lieber dabei, was ich jetzt mache. Siehst du, wärst du bei der Bundeswehr gegangen? Hättest du gelernt? Schießen hätte ich dann gelernt. Ne? Aber das wäre ja so ein bisschen komisch gewesen und dann das amerikanische Konsulat bewachen, dachte ich, wäre ja nicht so eine tolle Idee. Sie müssen spionieren können. Draußen vor der Tür, ich weiß nicht. Ja, wer weiß. Okay, 10 Jahre und dann hast du aber irgendwann eine Abschlussarbeit machen müssen. Worum ging es da? Deine Magisterarbeit dann wahrscheinlich. Richtig, ja. Genau. Das hieß semantische Affirmation. Wandlung eines Historikers Anfang des 20. Jahrhunderts oder so, keine Ahnung. Da ging es um meinen Großonkel Ludwig Beutin, der war Sozialhistoriker. Und ich bin da halt drauf gestoßen, dass sein Lebenswerk halt nicht ganz so geradlinig war, wie man sich das vorstellt, sondern dass es so den ein oder anderen Bruch gerade 33 und 45 da gegeben hat. Und semantische Affirmation heißt, dass ich untersucht habe unterschiedliche Ebenen. Das heißt, ich habe zum einen als grundlegend erstmal seine Lebensgeschichte mir angeguckt und habe dann angeguckt, wie wandelt sich das in der Begrifflichkeit in seinen wissenschaftlichen Werken. Das heißt, wie kommen
so ab 33 dann solche Begriffe wie Volksgemeinschaft, Blut, Rasse und ähnliches in seine Werke rein. Welche Rolle spielt das? Und wie sieht es dann wieder nach 45 aus? Und hat er sich angepasst im Naziregime? Ja, oder? Klar, natürlich. Ah, ja. Deswegen Affirmation. Und wie es viele Wissenschaftlerinnen gemacht haben, das wissen wir ja mittlerweile. Es ist bei den Historikern erst so in den 90er Jahren wirklich groß zum Thema geworden, dass eben auch viele der Großteil der Historiker sich, die hier geblieben sind, sich angepasst haben. Aber war er Nazi oder einfach nur Mitläufer oder was? Na, er war schon auch auf der Krim und dann in Jugoslawien zur Partisanenbekämpfung unterwegs. Seine Einheit hat an Geiselerschießungen teilgenommen und er war auch geistiger Führer seiner Truppe, das heißt der für die Moral sozusagen für die Aufrechterhaltung zuständig war. Insofern, das habe ich halt in Beziehung gesetzt und habe versucht nachzuweisen, wie sich so etwas, so eine Biografie, wie sich das auch im Wissenschaftlichen dann abbildet. Und kannst dir vorstellen, es war dann 45 so, dass dann solche Begriffe verschwunden sind und dann ist er sogar ein bisschen antiimperialistisch geworden. Also zumindest gegen die USA war dann nach 45. Und Das hat sich dann sozusagen nach 45 da gewandelt. Und das finde ich halt ganz spannend, das in Beziehung zu setzen. Ist das alles voll gewusst über dein Opa, war das? Ne? Nein, Großonkel. Großonkel. Nein, Großonkel. Das wusste ich halt nicht, sondern das habe ich mir tatsächlich erarbeitet dann. Also ich wusste, dass das erfegen musste nach 45. Also im Zuge der Entnazifizierung dann, ne? Er musste fegen? Fegen, genau, als Strafe. Also ist erstmal aus dem Schuldienst dann auch entlassen worden. Er war halt auch als Lehrer tätig und musste halt fegen. Also Aufgaben, hat man so gesagt, Aufgaben erledigen, die der Gemeinschaft dienen, Trümmer beseitigen und solche Sachen dann. Meine Güte, oder bestanden die Abschlussarbeit? Ja. Und dann hätte sein können, dass der Professor sagt, genau. Mit so einem Thema kommst du hier nicht durch nach 10 Jahren. Nee. klar, habe ich bestanden und dann. Was hast du damit gemacht? Was hast du damit gemacht? Was ich damit gemacht habe, also ja, bist du zum Arbeitgeber? Zum einen habe ich unheimlich viel gelernt. Ich habe gelernt, wie Faschismus in der Gesellschaft reinsickert, wie es in der Wissenschaft funktioniert. Und wie gesagt, ich habe als Historiker irgendwie schon gelernt, universalistisch zu arbeiten. Das heißt, mich schnell in Themen reinzuarbeiten, mich mit vielen Sachen auseinanderzusetzen und auch eine Quellenkritik grundlegend anzusetzen. Das heißt, wenn ich im Internet bin, relativ schnell rauszufinden, ob eine Sache Fake News ist oder ob da was Weitergehendes dran ist. Kannst du irgendwas, was du quasi von deinem Großonkel gelernt hast, also die Zeit hin zum Faschismus, für heute nutzen? Gibt es irgendwelche Warnschilder, die wir heute immer noch wahrnehmen sollten? Ja, ich glaube, dass sich gesellschaftliche Veränderungen, ein Erstarken der Rechten auch immer in Sprache abbildet. Und wenn nach und nach bestimmte Begrifflichkeiten genutzt werden, in die Sprache reinsickern, wie Lügenpresse und ähnliche Sachen, mit denen bestimmte Sachen ja auch bezweckt werden. Ja. Also eine Delegitimierung grundsätzlich von Presse. Ich glaube, dass das immer Alarmsignale sind und ich glaube, dass Sprache etwas ist, mit der man auch Macht ausübt und Sprache auch etwas ist, was Gesellschaft verändert. Also Sprache ist ein Abbild von Gesellschaft und verändert wieder Gesellschaft. Aber es ist ja ein Symptom. Wo sind die Ursachen dafür, dass es jetzt oft mal so einen Rechtsruck gibt in der Gesellschaft oder dass der jetzt sichtbar wird? Also wir hatten immer da auch nach 89, 90 hatten wir einen Rassismus in der Gesellschaft und Antisemitismus und
Der war aber latent. Also das heißt, der war sozusagen an der unter der Oberfläche vorhanden. Man hat das nicht so wirklich ausgesprochen, weil mit der NPD wollte niemand was zu tun haben und es war klar, wir sind eine demokratische Gesellschaft. Und in den 90er Jahren hattest du das erste Mal wirklich diesen Ausbruch und Konsequenz war ja dann dieser sogenannte Asylkompromiss, das heißt die grundlegende Einschränkung unseres Asylrechts. Also kann man sagen, dass die Mölln, Solingen, Hoyerswerda und andere Sachen gemacht haben, die haben sich da ein Stück weit durchgesetzt, weil die Politik dem gefolgt ist. Und ich glaube, dass es jetzt auch wieder Ausdruck einer gesellschaftlichen Krise ist, einer Krise, wo es um Lebenswelten geht, wo es um Sicherheiten geht und wo es eine grundlegende Verunsicherung in der Gesellschaft geht. Und ich glaube, dass die Agenda-Politik, über die wir eben hier gesprochen haben, da einen ganz großen Anteil daran hat. Ich glaube, dass wir zum einen diese extreme Vereinzelung in der Gesellschaft, die Abkehr von gesellschaftlicher Solidarität und diese Idee, ey, wenn es dir dreckig geht und wenn du arm bist, bist du selbst schuld, dass das zum Zerfallen der Gesellschaft führt. Und dass es dann auch eine Suche nach Deutungsangeboten gibt. Und klar, Faschisten geben eine Deutung. Es ist eine einfache Deutung, die sie einem anbieten, die komplexe gesellschaftliche Zusammenhänge zusammenschrumpft auf die unter dir stehen, die sind schuld sozusagen. Hast du jemanden entdeckt? Ja, mein Mitarbeiter telefoniert da und ich weiß nicht, ob das zu hören ist oder nicht. Nein. Ja? Okay, perfekt. Ja, es ist interessant, das hat, glaube ich, Naika Furutan bei uns auch schon mal erzählt, dass quasi die Proteste und die Anschläge Anfang der 90er quasi mündeten in diesem Asylkompromiss, dass es quasi eine erfolgreiche Strategie war. Hat denn die Pegida-Bewegung in den letzten 5 Jahren Erfolg gehabt? Womit könnten jetzt Corona-Leugner Erfolg haben? Also erstens, ich glaube, dass die AfD gewirkt hat und Pegida gewirkt haben, bevor sie im Parlament waren. Es gab diese sogenannten Asylpakete, das heißt Einschränkung nochmal von Migration. Mhm. Es ist anders auch geredet worden über Migrantinnen und Migranten. Die Mauern sind hochgezogen worden in Europa, um Europa, die Grenzzäune und ganz klar die Abwehr auch von Geflüchteten und die Abwehr von Migration. Und ich glaube, dass sie dann ein Stück weit schon eine außerparlamentarische Opposition waren, die ins Parlament reingewirkt haben, bevor sie im Parlament drin waren. Und nicht zuletzt dann die Frage der Obergrenze, was erst Jamaika sozusagen vereinbart hatte. FDP, CDU, Grüne, das hieß, glaube ich, damals atmender Deckel zu 2017, als sie darüber verhandelt haben. Ja. Und was letztlich SPD und CDU dann auch wieder durchgezogen haben, sozusagen die Opfer von Ausbeutung, die Opfer von Klimazerstörung und die Opfer, dass wir denen die Fischgründe der Leerfischen, dass wir deren Märkte zerstören, dass wir deren Lebensgrundlagen zerstören, die klopfen an die Tür und die will man aber hier nicht haben. Man will nicht konfrontiert werden mit dem Elend, das soll draußen bleiben. Und deswegen geht es der Europäischen Union darum, dass man nicht mehr die Bilder von ertrinkenden Geflüchteten im Mittelmeer hat. Ihnen geht es nicht darum, dass die nicht mehr im Mittelmeer ertrinken oder in der Sahara verdursten, aber sie wollen nicht mehr die Bilder davon. Jetzt haben wir die Anti-Corona-Demos seit ein paar Monaten. Macht dir sowas Sorgen? Ja, es macht mir Sorgen. Ich habe
ich glaube 2014, da gab es sowas wie Maren machen für den Frieden und da gab es schon viele diese Ansätze, Leute, die hier rumgerannt sind wegen Impfen, sie wollen uns alle impfen und das ist alles schädlich, sie bringen uns alle um oder die über die Hohlerde geredet haben und die Reptiloiden, die in der Hohlerde leben oder dass Deutschland kein souveräner Staat ist und dass das Deutsche Reich weiter existiert und eine Regierung im Exil gibt und so weiter und so fort. Das gab es damals halt schon. Und damals habe ich geschrieben, dass es ein Problem wird, wenn diese Leute stärker werden und wenn sie eine politische Vertretung haben. Und diese politische Vertretung haben sie eben mit den Braun-Blauen, haben sie mit der AfD sozusagen gefunden, eine parlamentarische Kraft. Das Ding ist, du und ich, wir können streiten oder ich kann mit dem CDUler im Parlament streiten und kann, auch wenn ich vollkommen andere gesellschaftliche Einschätzungen und Analysen habe, es gibt schon immer noch irgendetwas, worauf ich mich beziehen kann und wo ich anknüpfen kann und sagen kann, ich teile deine Position nicht, weil. Aber bei denen muss ich sagen, ich teile deine Position nicht, weil das ist irgendwas, was du dir jetzt ausgedacht hast oder was sich irgendjemand anders ausgedacht hat. Hm. Und das ist dann ein Problem, wenn es unterschiedliche Wirklichkeitsebenen sozusagen gibt. Und daran kann eine Gesellschaft auch auseinanderfallen. Wie sollte man denn jetzt mit den, ich nenne sie mal Corona-Leugnern, umgehen? Ich glaube, unterschiedlich sein. Ich glaube, aber die Demos verbieten und hoffen, dass sie aufhören? Voll die Lösung, ne? Nee, dann fühlen sich ja natürlich bestätigt da drin. Sondern ich hätte gesagt, lass die Demo zu, aber dann sorg dafür, dass bestimmte Regeln halt Abstand, Maskenpflicht und so weiter durchgesetzt werden, was natürlich auch eine Aufgabe ist. Oder man bläst es dann halt ab, wenn man sieht, da findet jetzt der Bruch sozusagen statt. Ich glaube, dass das Verbot der Demo jetzt im Vorwege nicht das Richtige ist. Aber generell glaube ich nicht, dass Repression die richtige Antwort ist. Also Repression, ja klar, brauchst du ein Stück weit dann, wenn es um Angriffe auf Menschen geht. Also wie zum Beispiel dieser Star-Koch da, Attila Hildmann, der irgendwie Volker Beck umbringen will und jetzt hier dieses Museum stürmen und vernichten will hier in Berlin, weil hier die Satanisten sitzen und so. Ich meine, da sind dann schon auch Repressionen gefordert, um sowas zu verhindern. Aber grundsätzlich, glaube ich, muss eine Gesellschaft anders reagieren. Und ich glaube auch, hat auch eine gesellschaftliche Linke gerade in so einer gesellschaftlichen Krisensituation eine besondere Verantwortung und eine besondere Aufgabe. Das heißt, ich kann erstmal sagen, das ist Mist und es gibt genug andere Probleme, um die man sich gerade kümmern muss. Das heißt, was ist mit Solo-Selbstständigen, was ist mit dem Kulturbereich, was ist mit den Zuständen im Pflegebereich, was ist in den Schlachthöfen, wie sieht's eigentlich gerade mit dem Klimawandel aus? Die Vereinten Nationen sagen, wir steuern auf das Worst-Case-Szenario gerade sehenden Auges zu. Das sind reale Probleme, mit denen die Menschheit und wir in Deutschland hier gerade konfrontiert sind. Da muss ich mir nichts ausdenken. Das kann ich erstmal sagen. Aber dann muss eine Linke auf eine gesellschaftliche Krise Antworten geben. Und die Antwort kann nicht bestehen, zu sagen, ja, wir müssen jetzt möglichst streng die Corona-Regeln einhalten und die Demo verbieten, sondern das muss auch aufzeigen, Alternativen zum Handeln dieser Regierung und wo sie sozusagen Fehler macht. Da gibt es ja eine ganze Reihe aufzuziehen. Das heißt, wie sieht's aus mit Wirtschaftshilfen vergeben werden an Unternehmen? Wie sieht's aus mit sozialen und ökologischen Standards? Hatten wir als Linke eingefordert, dass es das gibt. Wie sieht's aus mit der Kontrolle des Parlaments über die Corona-Maßnahmen? Wir hatten eingefordert, dass es, wenn wir jetzt aus der Sitzungspause kommen im September, dass das Parlament nochmal neu über die Corona-Maßnahmen sozusagen diskutiert und neu beschließt. Die Bundesregierung hat das jetzt irgendwie Anfang nächsten Jahres, wird glaube ich das erste Mal darüber geredet. Ich meine, immerhin schon Erfolg. Spahn wollte das glaube ich unbegrenzt gelten lassen, wenn ich richtig informiert bin.
Das heißt, das ist eine Aufgabe einer Opposition, Antworten in dieser Krise zu geben, die eben darüber hinausgehen. Und das ist nochmal das, was ich mit solidarischer Gesellschaft gemeint habe, weil Corona ist auch so ein Durchlauferhitzer für soziale Ungerechtigkeiten, für Ungleichheit generell. Und Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie du jetzt zum Beispiel, oder wie die Linke, du als linker Politiker, Leute, die zu zigtausend zu diesen Demos gehen, diese Corona-Leugner-Kram, wie man die quasi zurückgewinnen kann. Ich werde das mal ein Beispiel machen. Früher war es an den Infoständen vor 2014, 15 war es in Infoständen so, dass ich häufig Leute hatte, die gesagt haben, ich finde die Linke ganz toll, ich finde eure Sozialpolitik toll, aber das mit den Ausländern, ich bin ja gegen Ausländer, ich will euch aber trotzdem. Es ist mir erstmal lieber, dass die nicht die NPD wählen, sondern dass sie die Linke wählen. Aber das heißt nicht, dass ich deshalb eine andere Politik gegenüber Migranten mache, sondern dass ich eine klare Sozialpolitik und eine solidarische Alternative mache. Ja. Und das heißt, natürlich, ich diskutiere mit Leuten, wo ich denke, dass sie noch erreichbar sind von rationalen Argumenten. Es gibt Leute, die sind so abgeschwirrt, da kannst du nichts mehr erreichen. Mit dem Attila Hildmann oder so muss ich nicht diskutieren. Aber es gibt Leute, da können auch Vernunftargumente noch etwas ziehen. Und darum bemühe ich mich. Aber vor allem bemühe ich mich um die allergrößte Mehrheit der Gesellschaft, die sozusagen nicht auf diesen Demos steht, die im Pflegebereich arbeiten und Probleme mit ihrem Gehalt haben, die auf Hartz IV angewiesen sind und ähnliche Sachen, um die zu erreichen und da deutlich zu machen, dass es da Alternativen in diesen Bereichen geben muss und dass es nicht reicht, super toll zu klatschen. Aber ich hatte speziell auf die Leute, diese 10-15% in der Bevölkerung, die sich quasi absolut gegen jegliche Corona-Maßnahmen wären, die... Wie ich eben im Infostand meinte, eine Linke muss klare Kante zeigen, muss eine klare Haltung haben. Du erreichst die Leute aber nicht... Ich Haltung habe ich ja verstanden. Ich wollte jetzt Handlungen hören. Also angenommen, morgen kommt Rot-Rot-Grün, wie auch immer ihr das jetzt geschafft habt. Ihr seid eine Regierung, ihr könnt was ändern. Was würdest du einbringen? In Bezug jetzt auf die Demos? Ja. Ja, das ist ja da gibt es ja Ursachen für deren Unzufriedenheit. Wie kann man die bekämpfen? Beziehungsweise auflösen? Das Problem ist, dass es zum Teil eine erfundene Ursachen sozusagen sind. Und da kannst du nicht grundlegend dran, sondern du musst andere Sachen, du musst die sozialen Probleme in unserer Gesellschaft angehen, du musst das Auseinanderfallen der Gesellschaft angehen. Um einfach ein Beispiel zu nennen für dieses Auseinanderfallen. Wir haben in Kiel zum einen ein reichen Ghetto, Duisternbrook, da hast du eine Wahlbeteiligung von 78%. Und dann haben wir Bezirke wie Mettenhof und Gaden in Kiel. Ja, Party offensichtlich. Ja, das ist Reichenboot. Ja, genau, das Reichenboot da. Wo viele Sozialhilfeempfängerinnen sind, wo viele Migranten sind. Und da ist dann die Wahlbeteiligung aber irgendwie bei Mai 19 bei 20%. Da haben wir gute Stimmenanteile auch abgegriffen. Aber diejenigen, die die Politik bestimmen, sind eher dann die zu 79% gewählt haben. Und in den anderen Bereichen werden Menschen teilweise gar nicht mehr von Politik erreicht. Das heißt, wie erreiche ich die? Wie kann ich da in diese Bezirke reingehen? Wie kann ich mit diesen Menschen reden, Haustürgespräche führen, ähnliches? Und wie kann ich eine Politik machen, die das, was da verbockt worden ist, worüber wir eben gesprochen haben, wie Werkverträge, Leiharbeit und anderes zurückdrängt? Und daran wird sich eine Linke messen müssen, ob sie reale Veränderungen hervorbringt. Aber sag's uns, wenn du sagst, wie kann, ja, wie denn?
habe ich eben gerade gesagt. Zum einen reingehen, mit den Menschen direkt reden, Haustürgespräche führen und ähnliches, vor Ort aktiv sein und zum anderen auch Maßnahmen machen, die die Situation da real verbessern. Die zum Beispiel eine Überwindung von Hartz IV, weg mit dem Sanktionsregime und andere, also entweder bedingungsloses Grundeinkommen oder eine sanktionsfreie Mindestsicherung zumindest. Eine Rente, von der alle leben können. Schluss mit der Zweiklassenmedizin und ähnliche Sachen. Also Sachen, die wieder grundlegend Gerechtigkeit in die Gesellschaft reinbringen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Und dann müssen sich die anderen dann überlegen, bringt es dann noch, dass ich mir irgendwelche Probleme ausdenke oder will ich wieder in den demokratischen Diskurs reingehen? Aber gestern, jetzt gibt es die Linken ja in einigen Landesregionen schon, ob nun hier in Berlin oder in Thüringen habt ihr den Ministerpräsidenten. Das ist jetzt ja zum Großen und Ganzen auch nicht anders als andere Landesregierungen oder Bundesregierungen ohne die Linken. Ja, da müssen wir vielleicht einfach mal über Politikverständnis reden. Und mein Politikverständnis ist nicht, dass wenn eine Linke in die Regierung geht, wird automatisch alles besser. Also in Italien waren die große Hoffnung mal die Refundazione Comunista. Die ist dann in die Regierung gegangen, hat den Afghanistan-Krieg durchgesetzt, also mit 14% oder so in die Regierung, hat Afghanistan-Krieg durchgesetzt und ist jetzt unter der Wahrnehmungsgrenze, ist verschwunden, diese Hoffnung, die es da in Italien auf eine Wiederbegründung der Linken sozusagen gab. Das heißt, das Zentrale ist für mich, gibt es eine gesellschaftliche Gegenmacht? Gibt es gesellschaftliche Bewegungen, die in der Linken auch wieder in den Hintern treten und ähnliches? Und ich glaube, dass im Vergleich zu der vorigen Regierungsbeteiligung in Berlin die Linke hier ein paar Sachen richtig gemacht hat. Das heißt, mit Unterstützen der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, mit dem Mietendeckel. Das ist so ein Beispiel, wo ich finde, da haben sie was richtig gemacht. Natürlich machen sie auch Fehler, denke ich, aber da haben sie wirklich auf Bewegungen gehört. Und für mich ist das Zentrale, gesellschaftliche Veränderung kommt nicht, indem da irgendwelche Farbkombinationen, oh, jetzt tropft's, dass irgendwelche Farbkombinationen ausgetauscht werden, sondern genau über dir ein kleines Loch im Fenster. Nein. Damit musst du leben. Ja, das schaffe ich, das halte ich durch. Bist ja nicht aus Zucker. Sondern wenn sich reale Kräfteverhältnisse verändern, dann gibt es auch eine Chance auf eine Veränderung, aber nicht durch irgendwelche Aushandlungsprozesse im Parlament. Deswegen auch das Beispiel als negatives Beispiel von AfD und Pegida. Die waren nicht im Parlament vertreten, die waren nicht im Bundestag vertreten und sie haben trotzdem Realität verändert zum Negativen. Gibt es irgendwelche, angenommen, nach der nächsten Bundestagswahl gibt es ein rot-rot-grünes Bündnis, wie auch immer, ne? Mal ein bisschen träumen. Trotzdem werden da Kompromisse gemacht werden müssen, weil keiner regiert alleine. Ja, welche Kompromisse, wo sagst du, wo gehst du nie Kompromisse ein? Wo hast du rote Linien politisch? Bei mir sind es die Friedenspolitik und der Antifaschismus. Das ist ganz zentral. Und ich weiß, was das für eine Situation ist mit in puncto Auslandseinsätze und NATO. Ich kann das dir nicht real beantworten an diesem Punkt, weil ich da in meinen Überlegungen auch nicht durch bin, wie man in so einer Situation umgehen müsste. Zumal wir ein Parteiprogramm haben, was ich sehr richtig finde, was klar formuliert, wir werden uns nicht an einer Regierung beteiligen, die Kriegseinsätze macht, die Sozialabbau und Privatisierung weitertreibt und ähnliches. Und ich glaube, dass das eine verdammte Zwickmühle ist, weil wir momentan nicht an dem Punkt sind, wo wir so eine starke gesellschaftliche Bewegung haben, die uns in diesem Punkt trägt. Bei der Klimaschutzpolitik bist du kompromissfähig? Was heißt kompromissfähig? Du hast es jetzt gerade nicht genannt. Also da, ich unterstelle dir mal, dass du recht radikale Forderungen hast in Sachen Klimaschutz und Klimaschutzpolitik, aber da wärst du kompromissfähig.
Also es gibt erstmal bestimmte Basics, die müssen erfüllt sein. Also 2038 Kohleausstieg geht nicht. Wir brauchen 2030, wir müssen jetzt die dreckigsten Kohlekraftwerke abschalten und wir müssen erneuerbare Energien ausbauen. Wie genau das dann vonstatten geht, kann man sicher drüber reden. Aber es gibt einfach bestimmte Sachen, die sind einfach durch die Grenzen von Wissenschaft, von Klimawissenschaft gesetzt. Und da kann man, glaube ich, nicht drüber debattieren. Deutschland ist historisch gesehen der viertgrößte Klimaverschmutzer. Und wenn wir jetzt sagen, ey, lass uns noch mal ein bisschen länger so weitermachen, dann sagen andere Staaten, ja, dann machen wir auch noch mal ein bisschen weiter und dann verändert sich nichts grundlegend. Mhm. Und so eine Regierung muss den Hebel umlegen. In allen gesellschaftlichen Bereichen auch und auch beim Klima eben umlegen. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Wann bist du denn bei den Linken? Also den Grünen hast du Tschüss gesagt zu Ende der 90er wegen Kosovo. Bist du danach dann zu den Linken gegangen? Gab's noch nicht. Ich bin da nicht direkt zu den Linken gegangen. Ich habe erstmal bei der PDS geguckt, hab mich auf Studierendenpolitik dann zentral konzentriert und habe dann aber die WASG als große Chance begriffen, also die Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit, als zum einen als Abspaltung aus der SPD und gerade auch in Schleswig-Holstein auch mit anderen Kräften und habe gedacht, dass das ein bisschen Dynamik in die Parteienlandschaft bringt und bin dann den Weg auch zur gemeinsamen Linken dann auch gegangen und war auch erster Landesvorsitzender dann in Schleswig-Holstein. Aber ihr wart ihr jemals im Parlament in Schleswig-Holstein? Nee, jeweils nicht. Das heißt, jetzt bist du zum allerersten Mal überhaupt Abgeordneter und dann gleich im Bundestag. Vorher warst du nicht Landtagsabgeordneter, Stadtrat? Nee, oder? War ich nicht. Nö, aber wie gesagt, man kann Politik auch anders betreiben und Politik anders ausüben. Und ich begreife meine Politik auch grundlegend anders als Schaltstelle zwischen Bewegung und Parlament. Hm. Und ganz ehrlich, wenn ich nur das Parlament hätte, wenn ich nur Wirtschaftsausschuss und Umweltausschuss hätte, dann würde ich irgendwann depressiv werden, sondern die konkreten Aktionen, die Demonstrationen, das gehört ganz zentral dazu. Das heißt, du musst auch das Ganze spüren, wohin die Veränderung gehen soll. Was hast du denn in den 10 Jahren, bevor du in den Bundestag gekommen bist, gemacht? Womit hast du dein Geld verdient? Ich bin im politischen Betrieb gewesen und habe für die Bundestagsfraktion gearbeitet. Ah, so wissenschaftlicher Mitarbeiter oder was macht genau. Man da? Für wen hast du gearbeitet? Ich habe erst für meine Kollegin Cornelia Möhring gearbeitet, die ist frauenpolitische Sprecherin, und habe dann direkt für die Bundestagsfraktion gearbeitet. Also hast du den Betrieb schon von innen kennengelernt gehabt? Ich habe ihn ein Stück weit kennengelernt, aber natürlich nicht wie man das jetzt, das Raumschiff sozusagen, kennenlernt. Echt, warum? Naja, also wurdest du von einigen abgeschirmt oder was? Ich habe doch nicht als Bundestagsabgeordneter an den Fraktionssitzungen teilgenommen. Ich habe vielleicht mal rein geschnuppert damals. Aber ich habe in Schleswig-Holstein ja gearbeitet für die Bundestagsfraktion und war dann ab und zu nur mal im Bundestag anwesend. Und wenn du direkt als Abgeordneter diese ganzen Aushandlungsprozesse und ähnliche Sachen, das ist schon nochmal was anderes. Oder wenn du tatsächlich im Wirtschaftsausschuss drin sitzt und siehst, wie das abläuft, das ist eben nochmal was anderes. Hatten wir ja zum Eingang auch, dass ich da schon ein bisschen naive Vorstellung drüber hatte. Warum werden die Linken in Schleswig-Holstein nicht gewählt? Oder so, dass sie ins Parlament kommen? Ja, wir waren mal im Parlament. Aber es sind sehr unterschiedliche Charaktere drin gewesen. Da hat der Streit die haben sich halt... Worüber wurde gestritten? Schon über unterschiedliche Mentalitäten und Lebenswelten auch. Die Linke musst du dir nicht als homogene Gruppe vorstellen, hast du, glaube ich, auch nicht. Nee. Sondern mehr so ein Bündnis.
Also letztlich machen wir das, was insgesamt die gesellschaftliche Linke ist. Du hast Gewerkschafterin, du hast ALG-2-Bezieherin, du hast Autonome, du hast alle möglichen gesellschaftlichen Gruppen hast du da drin und die haben alle unterschiedliche Mentalitäten, unterschiedliche Herangehensweisen und sowas kann zu Spannungen führen. Und wenn es dir nicht gelingt, das produktiv zu machen, dass da jeder seinen Bereich haben kann und das akzeptiert wird, dass man auch unterschiedliche Ausdrucksweisen und Sprechweisen hat, dann führt das eben zu Problemen. Das akzeptierst auch andere Abgeordnete wie Sarah Wagenknecht und so bei dir? Natürlich akzeptiere ich die. Ja. Also das ist doch nicht die Frage. Ja. Es gibt vielleicht Differenzen, die man austragen muss, aber das gehört auch dazu. Bist du dann noch Mitglied in anderen quasi NGOs oder anderen Bewegungen? Du hast BUND vorhin schon angesprochen. Bist du bei Greenpeace oder Ende Gelände? Die sind ja jetzt vom Verfassungsschutz beobachtet, ne? Ja, ja. Weil sie System Change und Climate Change wollen, genau wie wir, ne? Klar, natürlich. Und weil du auch bald beobachtet. Ja, ich bin ja grundsätzlich der Ansicht, dass der Verfassungsschutz abgeschafft gehört. Und von daher ist wahrscheinlich das schon eine problematische Geisteshaltung für den Verfassungsschutz. Und in unserer Gesellschaft wird Demokratie mit Marktwirtschaft gleichgesetzt. Und wenn du die Marktwirtschaft sozusagen in Frage stellst und die Art und Weise, wie hier produziert und konsumiert wird, dann bist du halt schnell Verfassungsfeind, obwohl du obwohl du kein Feind dieses Grundgesetzes bist, obwohl in unserem Grundgesetz unterschiedliche Wirtschaftsformen potenziell möglich sind. Aber jetzt hast du immer nicht gesagt, bist du beim BUND, Greenpeace, Ende Gelände? Ich bin in unterschiedlichen Sachen. Bei Ende Gelände bin ich dabei. Also wirst du nicht Mitglied und füllst du irgendwie ein Formular aus. So, ich bin bei Klimabewegung dabei. Ich bin bei Demos von Fridays for Future dabei. Ich begleite Ende Gelände als parlamentarischer Beobachter. Beispielsweise, wenn da Aktionen sind oder wenn Aktionen sind von Extinction Rebellion. Also neulich ging es um eine Blockade des Flughafens in Lübeck bei uns, wo es um Inlandsflüge geht von Lübeck nach Stuttgart und von Lübeck nach München. Und dann habe ich das sozusagen als parlamentarischer Beobachter begleitet. Solche Sachen mache ich halt. Aber da unterschreibst du jetzt nicht ein Mitgliedsformular. Das ist ähnlich wie bei der Antifa. Ich dachte, die stecken eh unter einer Decke. Ja, das würden mal, manche würden das behaupten, ja. Und ich glaube, auch eine Klimabewegung hat antifaschistisch zu sein. Warum? Es gibt keine andere Möglichkeit. Warum? Man könnte ja auch quasi einen Ökofaschismus machen, so eine Ökodiktatur, wo so hier. Ja, ne? Weißt du, wir müssen das 1,5-Grad-Ziel einhalten. Und wenn die Leute das demokratisch halt nicht beschließen wollen, dann müssen wir halt jetzt mal 20 Jahre diktatorisch durchgreifen, damit wir die Welt retten. Mhm. Genau. Also da wären wir wieder bei den Konsequenzen aus dem Stalinismus. Nein. Warum? Das ist, keine Option. Eine autoritäre Option ist niemals eine. Du hast gesellschaftliche Mehrheiten für mehr Klimaschutz in unserer Gesellschaft und du bräuchtest eigentlich mehr Mut in den Parteien. Vielleicht hapert es auch nicht am Mut, sondern es hapert an Interessen und Lobbypolitik. Das ist keine Option. Aber du hast erstmal gefragt, als erstes zum Antifaschismus und warum eine Klimabewegung antifaschistisch und antirassistisch auch sein muss. Das hängt ein bisschen mit der Geschichte zusammen, hängt mit Kolonialismus zusammen und dass die Ressourcen, die fossilen Ressourcen, die unser Klima anheizen, in denen wir sie verheizen und damit auch unsere Zukunft verheizen, dass die aus Ausbeutungsverhältnissen, aus dem globalen Süden kommen, dass die mit entsprechenden Umweltschäden, entsprechenden sozialen Folgen einhergehen und letztlich dann auch mit den Folgen des Klimawandels, die am stärksten, also mittlerweile kommt es ja auch hier an, der Klimawandel in Deutschland, aber am stärksten treffen sie eben den globalen Süden. Und dann ist es so, wenn machen wir es einfach konkret, eine äthiopische Familie
eine äthiopische Familie, ernähren sich als Kleinbauern, haben ein kleines Feld, haben Kinder. Und dann kommt zum einen die Milch, die ihnen die Viehhaltung einfach kaputt macht aus Europa. Und dann kommt der Klimawandel. Das heißt, du hast Starkregen und du hast Dürren im Wechsel. Und die Dürren machen, dass die Erde austrocknet. Und der Starkregen wäscht dann die fruchtbare Krume sozusagen weg und die Familie verliert ihre Lebensgrundlage. Und dann soll ich den verübeln, wenn sie aus wirtschaftlichen Gründen, weil es geht um ihr Überleben, sagen, ich will woanders ein gutes Leben suchen. Und dann will ich als Europäer sagen, ey, ihr kommt hier nicht rein, weil ihr seid sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge. Die fliehen ja wegen dieser Lebensweise. Und deswegen hat es ganz grundlegend etwas mit Antirassismus zu tun und eben auch mit Antifaschismus zu tun, weil ich diese Ideologie, die sagt, wir haben ein Anrecht hier zu sein, wir haben ein Anrecht auf Kosten des globalen Südens zu leben, die stelle ich grundlegend in Frage. Aber was ist am Ende wichtiger, dass wir demokratisch in den Untergang reiten, weil wir zu spät echten Klimaschutz beschließen in parlamentarischen Mehrheiten oder dann doch vielleicht 20 Jahre eine Ökodiktatur einrichten, damit wir das alles genauso wie die Wissenschaft das will schaffen? Ich habe ja gesagt, ich will eine Gesellschaft, die Freiheit und Gleichheit vereint. Mit einer Diktatur wird das nicht, sondern ich muss gesellschaftliche Bewegungen, gesellschaftliche Mehrheiten schaffen, um das durchzusetzen. Wir haben eine gesellschaftliche Mehrheit für mehr Klimaschutz. Für richtig, genau. Das ist aber das grundlegende Problem. Aber wie gesagt, die AfD und Pegida haben diese Bundesregierung vor sich her getrieben, eine Zeit lang in der Migrationspolitik. Die haben viele Forderungen umgesetzt. Kannst du teilweise nachgucken. Vor einem Jahr gefordert, im nächsten Jahr hat die Bundesregierung das umgesetzt. Und da kam wieder radikalere Forderungen aus der Ecke und hat die Bundesregierung gesagt, müssen wir da nochmal deren Forderungen wegnehmen. Und das ist der Job aber einer gesellschaftlichen und einer fortschrittlichen Bewegung, diese Regierung zu zwingen, durch zivilen Ungehorsam, durch Veränderung der gesellschaftlichen Mehrheitsverhältnisse. Und dass wir jetzt den Kohleausstieg erst 2038 haben, dass wir jetzt Milliardenentschädigungen ohne Not für entgangene Gewinne für Konzerne, für RWE und Co. Haben, dass jetzt die Dörfer abgebaggert werden am Tagebau in NRW und ähnliches, das ist ja nicht, weil das ist, was die Bevölkerung will. Es gäbe eine gesellschaftliche Mehrheit für Kohleausstieg 2030. Es gäbe eine gesellschaftliche Mehrheit für eine vernünftige Verkehrspolitik. Und genau die Geschichte müssen wir erzählen und müssen die Regierung zwingen, egal ob es jetzt eine CDU-SPD-Regierung ist oder ob es eine fortschrittlichere Regierung ist. Jede Regierung wird Druck brauchen, um sich gegen Konzerninteressen, gegen Lobbyinteressen zur Wehr zu setzen. Wie viel hast du mit Lobbyisten zu tun? Als ich in den Bundestag gekommen bin, habe ich gemerkt, ich könnte ein Leben führen, was darin besteht. Ich lasse mich vom Fahrdienst abholen, dann fresse ich mich beim parlamentarischen Frühstück erstmal rund und lasse mir was von der Tabakindustrie erzählen. Dann gehe ich ins Plenum und halte eine Rede, vielleicht auch in den Wirtschaftsausschuss oder ähnliches. Dann mache ich vielleicht noch mal ein bisschen Sport, jogge durch den Tiergarten und gehe dann abends und fresse mich durchs Buffet der Automatenhersteller-Lobby sozusagen, ja. Beispielsweise. Ne? Ja. Und das könnte ich so jeden Tag machen und ich bräuchte keinen Kontakt mehr zur Bevölkerung. Es wäre vollkommen okay, wenn ich mit Lobbyisten zusammensitze und dann wird das schon laufen. Ja, die sind ja die Experten in ihrem Bereich. Ja, eben, genau. Da wären wir wieder bei der Expertokratie. Cool. Das machst du auch? Ja. Nein, natürlich nicht. Sondern ich habe
dann oder besprochen mit meiner Büroleiterin, dass solche Sachen sehr schnell sofort in den Mailpapierkorb wandern und die sehe ich jetzt mittlerweile auch überhaupt nicht mehr. Warum sollte ich denn? Aber es gibt da wahrscheinlich auch gute Lobbyisten für die gute Sache, für die du dich einsetzt. Der Paritätische kommt da mal vorbei oder so. Das stimmt schon. Ich rede schon mit Gewerkschaften. Ich rede mit Klimabewegung, Klimaverbänden, German Watch, Greenpeace und Ähnlichen. Und wenn der BDI, das finde ich notwendig. Wenn der BDI anklopft und sagt, Herr Beutin, ich würde gerne mal mit Ihnen Gespräch über führen. Industriepolitik? Über Industriepolitik, dann würde ich sicher denen auch meine Sichtweise darlegen, klar. Ja, aber die wollen dir ja ihre Sichtweise darlegen. Naja, und ich würde denen meine wahrnehmen und dann würden wir feststellen, wir haben da eine Differenz. Der BDI, gutes Stichwort, setzt ja auf Wachstum. Und eines der großen Themen, die jetzt in den letzten ein oder zwei Jahren aufgekommen ist, ist ja auch quasi die Wachstumsfrage. Ne, wir waren beim Kapitalismus vorhin. Der ist ja angewiesen auf Wachstum. Ja? Das Geld muss sich vermehren, damit die Zinsen bezahlt werden können, womit man sich ja das Geld gedient hat und so weiter und so fort. Ja, ist ja so. Ja, klar. Wie ist denn das für dich? Also können wir quasi in eine klimaneutrale Gesellschaft kommen, wo auch klimaneutral gewirtschaftet wird, ohne dass wir vom Wachstumspfad wegkommen? Ich bin überzeugt, dass es kein grenzenloses Wachstum gibt. Weil die Ressourcen unseres Planeten begrenzt sind. Das ist ja mittlerweile eine Binse. Genau, das ist eine Binsenweisheit, aber da ist leider auch was dran. Und wir sehen immer mehr, dass da was dran ist. Es mag sein, dass die Türkei jetzt irgendwie vor Griechenland neue Gasvorkommen findet und dass sie jetzt einen Krieg führen oder keinen Krieg führen ums Gas und dass wir dann super die Gasvorräte dann vor Griechenland ausbeuten können und nochmal ein bisschen länger unsere fossile Wirtschaft auf Kosten des Klimas anheizen können und da super Wachstum generieren. Ich glaube, dass es der falsche Weg ist. Ich glaube beispielsweise, kannst du unterschiedliche Bereiche nehmen. Die Garantie für Produkte, die du einkaufst und die immer weniger haltbar sind. Ich habe noch eine Stereoanlage, die habe ich mir 1994 gekauft mit meinem Geld, was ich mir damals zusammengespart habe. Die steht bei mir noch immer im Wohnzimmer, funktioniert einwandfrei. Also ich habe so einen Bluetooth-Receiver noch angeschlossen, aber ansonsten funktioniert sie einwandfrei. Du hast nur noch ein Nokia 3210 und sowas? Habe ich tatsächlich, aber das mache ich nur für meine Tanz beim Online-Banking. Nee, tatsächlich kommst du da, also um noch eine Binse zu bedienen, ne? Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Natürlich kommst du innerhalb dieser Gesellschaft auch für den privaten Konsum an Grenzen. Aber deswegen meinte ich, warum schreibt man nicht gesetzlich vor, Garantie soll 5 Jahre sein. Die Produkte sollen nicht so schnell kaputt gehen und sollen nicht so schnell weggeworfen werden. Sondern es geht ja immer um produzieren, konsumieren, produzieren, konsumieren in immer schnellerer Abfolge. Und ich glaube, dass man diese Beschleunigung abbremsen muss. Und ich glaube, dass wir da gesellschaftliche Regeln zu brauchen. Also es funktioniert nicht, wenn ich mein altes Nokia weiter benutze und kein Smartphone benutze als meine freie Entscheidung. Und dann muss ich nur mit möglichst vielen anderen Menschen reden, dass sie es genauso machen. Und dann wird das schon sicher klappen. Das ist so ein bisschen die Ideologie von wir sind ja alle freie Konsumenten und die Wirtschaft produziert hier nur, was wir haben wollen. Und wenn wir einfach was anderes nutzen, dann wird das schon alles. Da braucht man keine Regulierung. Eben, genau. Das ist ja das, was auch der gute Herr Altmaier gesagt hat. Ne? Wir müssen unserem Konsum und der freien Wirtschaft einfach vertrauen. Und dann fährt das System vor die Wand, weil wir sind gerade auf dem Weg, dass das System genau deshalb vor die Wand fährt, weil es eben nicht so funktioniert. Weil es eine ganze Maschinerie gibt an psychologischen Tricks, an Werbung und Ähnlichem, um Produkte zu verkaufen, um Menschen zu beeinflussen. Und es heißt ja mittlerweile, ich konsumiere, also bin ich. Das heißt,
Wir leben in einer Gesellschaft, die ganz stark auf den Konsum ausgerichtet ist. Und genau da muss Umdenken stattfinden, und zwar ein gesellschaftliches Umdenken stattfinden. Aber wo kann die Politik was machen? Wo würdest du als Parlamentarier, der ein Gesetz schreiben kann, da ein Gesetz zum Beispiel machen? An vielen unterschiedlichen Drehpunkten. Du kannst es wirtschaftspolitisch, verkehrspolitisch, industriepolitisch machen. Du kannst beispielsweise im Verkehrsbereich sagen, okay, wir wollen Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor. Wir wollen ab 2030 keine Verbrennungsmotoren mehr. Wir wollen Umstieg zum einen zu klimaneutralen Mobilität und Elektromobilität. Aber wir wissen ganz genau, es reicht nicht, wenn unsere Straßen dann dicht sind mit Elektroautos, sondern wir müssen auch eine Reduktion haben von Pkw-Verkehr auf den Straßen. Und dann müssen wir auch die Geschichte erzählen, was das Positives hat. Denn wenn ich Frau Merkel beispielsweise höre, redet sie immer von den Lasten des Klimaschutzes. Und wir müssen einfach darüber reden, wie unsere Gesellschaft lebenswerter, gesünder und solidarischer werden kann, auch damit, wie unsere Städte anders werden können, dass Menschen nicht, dass nicht mehr so viele Menschen durch Kohle, Staub, durch Stickoxide, durch Stressbelastung und ähnliches oder durch Hitze sterben, beispielsweise, oder beeinträchtigt sind. Das heißt, wie können wir das anders gestalten? Wie können wir das Leben auf dem Land anders gestalten, indem wir da den ÖPNV tatsächlich ausbauen? Warum machen wir nicht sowas wie, die Schweiz hat das, glaube ich, 1987 beschlossen, dass jedes Dorf über 100 Einwohner muss an den Schweiztakt angeschlossen sein, an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen sein, auf irgendeine Weise. Das kann dann mit Kleinbussen oder autonomen Kleinbussen in Zukunft meinetwegen passieren. Aber das muss gewährleistet werden. Mobilität muss gewährleistet werden. Das heißt, im Übergang hast du vielleicht deine E-Autos, aber auch da müssen wir gucken, dass wir es ersetzen können, möglichst schnell. Das ist sehr, sehr konkret. Bleiben wir mal beim Verkehr. Weniger Autos auf den Straßen. Klar, E-Autos müssen, wenn, bei Neuzulassungen die Zukunft sein, aber wir haben ja immer noch, glaube ich, 50 bis 60 Millionen Verbrenner zugelassen in Deutschland. Genau. Die müssen wir ja schrittweise abbauen, wenn wir klimaneutral, dann müssen wir ganz, ganz viel weniger Verbrennerautos haben. Wie wollt ihr das schaffen? Wie stellst du dir das vor? Du musst tatsächlich auch an die Industrie ran. Du musst eine Transformation machen und du musst die Macht der Autokonzerne zurückdrängen und der Lobbypolitik. Die werden sagen, Lorenz, Göster, wir haben den Auto verkauft, ist jetzt nicht mehr unser Bier. Was du jetzt mit deinem Auto machst, mit deinem Verbrenner, ist doch nicht unser Ding. Dein Problem. Wie gesagt, man muss sie schrittweise aus dem Verkehr ziehen. Wie denn? Autos werden ja werden älter. Ja, abwracken und dann neue SUVs kaufen. Ja, aber wenn du jetzt 2030 die Neuzulassung von Verbrenner verbieten willst, dann kann ich mir 2029 noch einen schönen, fetten Verbrenner kaufen. Und der hält ja 15 bis 20 Jahre. Also willst du denn noch, dass ich bis 2049 mit meinem Verbrenner hier in Deutschland rumfahre? Das ist ein grundlegendes Problem. Du musst so schnell wie möglich da raus. Das heißt, du musst die Bedingungen für den Umstieg schaffen und du musst die Bedingungen für eine andere Verkehrspolitik, für eine grundlegend andere Verkehrspolitik machen. Unsere Verkehrspolitik wird gerade von Lobbyisten geschrieben. Das siehst du nicht nur am Mautdesaster von Scheuer, das siehst du an vielen unterschiedlichen Weichenstellen. Das siehst du, wenn bei der Transformation in den Kohleregionen weiter auf Asphalt und Beton gesetzt wird, anstatt auf den öffentlichen Nahverkehr, anstatt dass du halt Fahrradinfrastruktur ausbaust und ähnliches. Aber welche Bedingungen müssen wir da schaffen? Welche Bedingungen wir schaffen müssen? Also eine erste Bedingung kann ich nennen, Lobbyinteressen zurückdrängen. Das heißt, wie kann eine Partei, die sich von Autokonzernen sponsern lässt, wie es alle anderen Parteien außer der Linken machen, die sich von der Plastikindustrie sponsern lässt oder von der Lufthansa oder ThyssenKrupp beraten lässt, wie kann die wirklich sagen, ich stehe für Klimagerechtigkeit ein und ich mache das, was notwendig ist? Das heißt, wir müssen da diese Macht zurückdrängen. Das wird nicht allein gelingen durch politische Parteien, sondern auch da wirst du Bewegungen haben, die sich anlegen. Und wo wir vorhin bei Ende Gelände waren,
Fridays for Future waren ja nicht ohne Voraussetzung, sondern du hattest 2018 zum einen den Dürresommer und zum anderen aber eine ganz zentrale Auseinandersetzung um den Hambacher Forst. Und die Auseinandersetzung um den Hambacher Forst war eine Auseinandersetzung um Konzerninteressen, nämlich von RWE, die da sehr stark geführt worden ist. Das heißt, der Hambacher Forst stand nicht für sich, sondern war ein Symbol, wo Menschen sich mit Konzerninteressen angelegt haben und sich denen gestellt haben und die auch ein Stück weit zurückgedrängt haben. Und ohne das wäre es nicht möglich. Und genauso musste ich mit den Lobbyinteressen der Autoindustrie anlegen, die internationale Automobilausstellung blockieren. Hat ja in diesem Jahr dank Corona nicht stattgefunden, aber im letzten Jahr gab es da auch Blockaden. Das heißt, du musst dich in allen gesellschaftlichen Bereichen mit Macht anlegen und mit ökonomischer Macht anlegen. Aber erklär mal unseren Zuschauern und Zuschauerinnen, welche Lobbyinteressen der Autoindustrie dagegen sind, dass wir weniger Autos auf den Straßen haben. Welche Autointeressen dagegen sind, dass wir weniger Autos haben? Ich hatte gefragt, wie willst du schaffen, dass wir weniger Autos in den nächsten 10, 20 Jahren auf den deutschen Straßen haben? Und du meinst, wir müssen die Lobbyinteressen zurückdrängen? Natürlich haben sie ein Interesse daran, ihre Autos loszuwerden. Scheuer hat für eine Abwrackprämie bei den Corona-Hilfen plädiert und hat gesagt, die Halden müssen leer werden. Es konnte glücklicherweise auch dank der Klimabewegung und dass Saskia Esken auch das Rückgrat gerade gehalten hat, konnte es verhindert werden, dass es diese Abwrackprämie gibt. Das heißt, das ist ein ganz konkreter Punkt, wo sich mit Konzernmacht angelegt worden ist und wo die in die Schranken gewiesen worden ist. Vor 10 Jahren, zur Zeit der Finanz- und Wirtschaftskrise, gab es keine große Diskussion darüber. Da war es klar, diese Abwrackprämie wird kommen. Folge dessen alte Autos sind verschrottet worden und es gab PS-stärkere und größere Autos, die gekauft worden sind. Aber das Ding ist jetzt ja, zum einen wird die Autoindustrie natürlich dagegen kämpfen, dass ein Ausstiegsdatum für einen Verbrenner kommt. Na klar. Irgendwann werden sie verlieren und das kommt. Dann werden sie aber Interesse daran haben. Ich hoffe, dass es dann nicht zu spät ist, dass sie verlieren. Ja, aber trotzdem werden sie dann Interesse daran haben, okay, dann wollen wir halt jetzt unsere E-Autos verkaufen. Ja, natürlich. Aber das Ziel, laut den Klimaforschern, laut dir und auch anderen, ist ja weniger Autos an sich. Ja. Wie bekommst du die Autos von den Straßen? Du musst den ÖPNV, ich habe es eben gesagt, attraktiver machen. Du musst ihn ausbauen, du musst Städte anders umbauen. Beispielsweise gibt es in den Niederlanden eine ganz spannende Sache. Da gibt es einige Ortschaften, die werden so umgebaut, dass die Durchfahrtsstraßen dicht gemacht werden. Das heißt, du kommst mit dem Fahrrad zum Rathaus in 5 Minuten. Gar kein Problem. Mit dem Auto kommst du dann nicht durch, sondern mit dem Auto müsstest du theoretisch drum rumfahren und würdest dann irgendwie 20 Minuten mit dem Auto brauchen, weil du einmal die Stadt umrunden musst. Das heißt, du kannst bauliche Maßnahmen machen. Du kannst erstmal verbieten, dass Verbrenner in den Städten unterwegs sind und dann kannst du mehr Straßen umwandeln in verkehrsberuhigte Zonen. Hm. Du kannst auf dem Land ein attraktives Angebot schaffen. Beispiel bei uns in Schleswig-Holstein, die Gemeinde Sprakebüll, die haben gerade im Test einen autonomen Bus, das ist so ein Sechssitzer, bin ich auch schon mit gefahren, der fährt 25 km/h, der lernt jetzt gerade, ja. Wird gerade angelernt. Ne? Ja. Wenn das in 1-2 Jahren fertig ist, haben sie gesagt, wird es dafür genutzt, um dann tatsächlich Menschen zum Bahnhof zu fahren, ältere Leute zum Arzt zu fahren und ähnliches. Das heißt, solche Sachen musst du machen, neben gesetzlichen Maßnahmen. Dazu gehört im Übrigen auch, es hilft mir ja nicht, wenn, oder es hilft zumindest wenig, wenn du nachher ein SUV hast mit 700 PS, der die Energie, den Strom rausklopft wie nichts Gutes und dann auch nochmal, was weiß ich, 2-3 Tonnen auf die Waage bringt, sondern ich glaube schon, dass man auch gesetzliche Vorgaben machen muss, dass SUV zumindest die ganz seltene Ausnahme ist. Und es wird aber gerade auf unseren Straßen zur Regel. Auch das ist ein Problem. Auch da kannst du gesetzlich einhebeln. Es gibt die unterschiedlichsten Maßnahmen. Du kannst in den Städten Elektrifizierung machen, du kannst Oberleitungen machen, du kannst Straßenbahnen reaktivieren.
Ich glaube, in Kiel ist 1987 noch die Straßenbahn abgebaut worden. Absoluter Irrsinn. Hat natürlich sich die Autolobby durchgesetzt, weil sie kein Interesse hatten an Alternativen. Und du kannst dafür die Bedingungen schaffen, dass Kurzstrecken nicht mit dem Auto gefahren werden. Weißt du, wie viel Prozent hier in Berlin Strecken ausmachen, die unter 2 Kilometer sind? Nein. Jede dritte Strecke, die in Berlin zurückgelegt wird, ist unter 2 Kilometer. Es ist eine Absurdität. Also ich meine, im Zweifelsfall kannst du 2 Kilometer zu Fuß gehen. Da brauchst du nicht mal so einen Schrott auf 2 Rädern wie einen Elektroroller. Oder du kannst ein Fahrrad nehmen, dir ein Fahrrad ausleihen oder was auch immer. Aber 2 Kilometer mit dem Auto zurücklegen ist vollkommener Idiotismus. Und hinzu kommt, Katalysatoren bei Autos greifen erst ab 2 Kilometer, müssen eine bestimmte Betriebstemperatur erreichen. Hm. Und da wird der ganze Dreck ungefiltert in die Gegend geblasen. Und das sind einfach Punkte, wo du eingreifen musst. Bleiben wir mal beim Auto. Es gibt ja viele umweltschädliche Subventionen in Deutschland. Laut Umweltbundesamt ca. 57 Milliarden pro Jahr. Eine umweltschädliche Subvention ist die Pendlerpauschale. Ja. Dann gibt es das Dienstwagenprivileg und das Dieselprivileg. Bist du dafür, die alle abzuschaffen? Auf Perspektive musst du die abschaffen. Aber es kann natürlich nicht sein, dass beispielsweise eine Familie, die auf dem Lande lebt, die keine andere Möglichkeit hat, da momentan wegzukommen, dass sie darunter leidet, dass niedriges Einkommen auf die Pendlerpauschale auch bei der Steuer angewiesen. Das wird neue soziale Ungleichheiten sozusagen schaffen. Das, wie kann man das ersetzen? Da brauchst du eine Antwort drauf. Hast du die Antwort? Und wir, also zum einen, gerechte Löhne, gute Arbeit. Ich meine, ist billig und klingt einfach, ist aber tatsächlich schwer durchzusetzen, aber ist eine Antwort. Das heißt, wären wir wieder bei der grundlegenden Frage der Gerechtigkeit. Und wir bräuchten eine Mobilitätspauschale. Das heißt, die eingesetzt werden kann, dann auch mit dem ÖPNV, mit der Bahn zu fahren. Wir müssen das günstiger machen. Und diese Familie muss dann Ausgleich bekommen. Und auf Perspektive müssen halt Strecken reaktiviert werden, muss der ÖPNV dahin oder muss es halt intelligente Konzepte auch für Gemeinden geben. Beispielsweise, warum ist es so, dass Carsharing vor allem in den Metropolen ist? Bei uns in Kiel ist es so, du hast, je mehr du in den Innenstadtkern kommst, je mehr Carsharing hast du. Warum wird nicht das staatlich und kommunal gefördert? Müsste es aus meiner Sicht, dass es auch ein Carsharing gibt für Kommunen. Wir haben eine Situation, durchschnittliches Auto wird durchschnittlich 45 Minuten am Tag bewegt. Die restliche Zeit der 24 Stunden steht's rum. Auch da muss es andere Angebote geben. Und unsere Entscheidung in Kiel war mittlerweile, das Auto abzuschaffen. Und für jemanden, der vom Dorf kommt, mit 18 das erste Auto hatte, ist das eine enorm schwere Entscheidung, rein mental. Hm. Aber ich weiß auch, dass immer mehr gerade jüngere Leute sagen, ich will aufs Auto verzichten. Und dafür müssen die Bedingungen geschaffen werden. Gut, Dienstwagenprivileg, sofort abschaffen? Ja. Also ich denke, dass das eine zentrale Sache ist. Wir wissen, dass ein Großteil von Dienstwagen, die neu angeschafft werden, mittlerweile tatsächlich auch SUVs sind. Das heißt, die größten Dreck schleudern tatsächlich. Und auch Hybride, die kriegen ja nochmal einen doppelten Steuervorteil. Mm. Hybride werden ja finanziert. Aber auch das ist eine ziemliche Mogelpackung, weil wir wissen, dass häufig der Elektromotor gar nicht genutzt wird, die gar nicht aufgeladen werden. Das heißt, man nimmt die Steuervorteile, ist aber dann zu faul, um das zu nutzen. Also auch das ist eine Mogelpackung und keine echte Elektromobilität da. Also Dienstwagen sofort abschaffen. Was ist mit dem Dieselprivileg? Das muss auch dringend weg und das fordern sofort. Wir auch als Linke. Klar, natürlich sofort. Ja, aber dann hast du auf jeden Fall ein paar Dieselfahrer und Dieselfahrerinnen gegen dich. Ja, richtig. Politik muss auch sich anlegen.
Und wir haben eine Situation im Bundestag beispielsweise, Herr Pfeiffer erzählt immer, wie günstig denn Kohlekraft und Atomkraft ist im Vergleich zu Windkraft. Und wir haben eine Situation, wo das Verschmutzen unseres Klimas und unserer Umwelt attraktiv gemacht werden durch diese Subvention oder auch eben diese Privileg. Hm. Und es müssen andere Arten der Mobilität gefördert und attraktiver gemacht werden. Es gibt ja auch indirekte Subventionen, zum Beispiel, dass die Flugindustrie keinen Kerosin, Kerosinsteuer. Die muss sofort, würdest du sofort einmachen? Richtig, genau. Und ich hatte ja auch eben erwähnt, dass ich am Flughafen in Lübeck war. Das war letzte Woche am Montag. Und die werben damit morgens aufstehen, in den Flieger setzen und mittags deine Spätzle in Stuttgart essen. Damit werben die? Damit werben die, richtig. Da haben sie auch Werbung in Kiel gehängt und anderswo. Hast du dir was gesichert? Ja, selbstverständlich. Sofort ein Flugticket gekauft und dann schön meine Spätzle. Nein, natürlich nicht, sondern ich bin grundlegend davon überzeugt, dass auch da die Politik einfach Rahmenbedingungen setzen muss und dass sie Kurzstreckenflüge grundsätzlich verbieten muss. Ganz einfach. Was heißt Kurzstrecke? Kurzstreckenflüge, sagen wir 400, 500 Kilometer für den Anfang. Aber Lübeck-Stuttgart ist, glaube ich, ein bisschen weiter. Okay, dann gucken wir mal, wie es ist und dann machen wir, je nachdem, wie Lübeck-Stuttgart dann ist, müssen wir mal nachgucken. Ja, machen wir 700, machen wir 800 Kilometer und dann aber verdammt nochmal die Bahn zu einer echten Alternative machen, zu einer Bürgerbahn, die umbauen und statt die Kontrolle wieder über die Bahn zurückholen und Strecken, die stillgelegt worden sind, wieder neu machen und die Schnellstrecken wirklich zu Schnellstrecken machen, damit du auch aus dem hinterletzten im Winkel der Republik irgendwie in den anderen Winkel der Republik kommen kannst, damit diese Kurzstrecken tatsächlich Geschichte sind. Aber machst du das gleichzeitig oder machst du erst die Bahn attraktiver, so 20, 30 Jahre lang, dauert ja ein bisschen, das alles wieder zu bauen und so weiter und dann verbieten wir die Inlandsflüge? Ich glaube, dass du mit den Inlandsflügen schnellstmöglichst einsteigen musst. Das ist schon eine große Problematik. Und ich glaube auch, dass man anders mit dem Zeitbudget umgehen muss. Und man kann schon, die Erfahrung habe ich gemacht, gut mit der Bahn fahren. Also es gibt so enorm viel, was mich an der Bahn nervt, was viele andere auch an der Bahn nervt. Aber es ist schon eine Alternative. Wenn die CO2-Emissionen des Flugverkehrs sind ja quasi nur ein Bruchteil von dem Autoverkehr, also die CO2-Emissionen vom Autoverkehr. Was hältst du denn von Ideen, wie zum Beispiel gab es ja während der Ölkrise in den 70ern, dass wir sagen, ja, also am Samstag dürfen nur die Kennzeichen mit geraden Zahlen am Ende auf die Straße und Sonntag dürfen die ungeraden. Oder dass man das irgendwie jeden Tag macht. Also damit hättest du ja sofort die Hälfte der Autos nur noch auf der Straße. Während der Corona-Krise hat Kiel seine Ziele für eine Klimaschutzpolitik im Verkehrsbereich erfüllt. Sie wollten nämlich 40% weniger Autos auf der Straße. Ja. Und in Kiel hatten wir das tatsächlich. Und das hängt einfach damit zusammen, dass es andere Möglichkeiten der Arbeit beispielsweise gegeben hat, dass es Homeoffice-Konzepte gegeben hat und ähnliches. Aber natürlich wollen wir das nicht auf einen Schlag sozusagen runterbrechen, sondern du musst auch da die Perspektiven und Alternativen schaffen. Ich glaube nicht, dass das mit den Kennzeichen da der richtige Weg ist. Ich glaube, das war jetzt eine Idee. Ja, nö. Ich glaube, dass man bauliche Maßnahmen machen muss. Ich glaube, dass man zum Beispiel Tempo 30 flächendeckend in allen Städten durchsetzen muss. Auch da gibt es Studien, die sagen, erstens, der Verkehrsfluss würde dadurch nicht geringer werden. Im besten Fall sogar das Gegenteil. Du hättest einen besseren Verkehrsfluss, du hättest geringere Lärm- und Abgasbelästigung und ähnliches. Das wäre was du sofort machen könntest. Aber, zum Tempo 120 dazu oder 130. Also im Prinzip willst du auch quasi die Autofahrerin nudgen über mehrere Jahre, dass sie quasi von selbst drauf kommen, sich kein neues Auto mehr zu kaufen und das Auto stehen zu lassen, anstatt mal hier und da mal ein Verbot auszusprechen?
Tempo 30 findest du, das heißt Natschen? Ja, aber okay. Keine Ahnung, ich würde es nicht so sagen, sondern ich würde tatsächlich sagen, es ist ein massiver Unterschied zwischen Tempo 50 und Tempo 30, der ein Unterschied ums Ganze sein kann. Und das heißt, die Aufprallgeschwindigkeit ist eine andere. Du hast weniger Verkehrstod, du hast eine andere Umweltbelastung. Und das ist schon eine grundsätzliche eine grundsätzliche gesellschaftliche Maßnahme, um das Leben auch attraktiver und angenehmer zu machen. Ja, was hältst du jetzt von der CO2-Steuer, die kommt? Also so, wie sie kommt, ist sie unsozial und sie wird nichts ausrichten. Beides ist falsch. Sie ist unsozial, weil es eine Kompensation über die Pendlerpauschale gibt. Und es ist sehr deutlich, dass gut verdienende Familien über die Steuererklärung beispielsweise einfach mehr Entlastung bekommen. Das heißt, wenn ich ein SUV und einen Porsche in der Garage habe, kriege ich eine größere Entlastung, als wenn ich ein geringes Einkommen habe und mit meinem kleinen Wagen dann zur Arbeit tucker. Und das ist einfach grundlegende Ungerechtigkeit, aber ist es nicht fair? Ich hab immer gehört, dass die Reichen eh mehr CO2-Emissionen haben, also mehr CO2 verbrauchen. Ja, und dann ist es fair, dass sie mehr Geld kriegen, oder was? Ja, genau, weil sie ja mehr CO2 verbraucht haben. Du meinst, es muss belohnt werden, CO2 sie verbrauchen ja nicht, sie emittieren ja CO2. Ja, genau. Tatsächlich haben wir eine Situation, wo 10% der Weltbevölkerung für einen weit größeren Anteil an CO2-Ausstoß verantwortlich sind. Und genauso ist es innerhalb unserer Gesellschaft. Und genau deshalb müsste es ja genau andersrum laufen. Ja, ich glaube, irgendwie 10% der reichsten Menschen auf der Welt verbrauchen 70% der CO2-Emissionen. Mhm. Ja, genau. Was müssten denn die Reichen, die 10% Reichsten in Deutschland von dir vor dir fürchten? Vor mir fürchten. Ja. Ich glaube, wir brauchen eine sehr drastische Erbschaftssteuer. Achso, ich glaube, wir waren beim Klima noch, aber gut, Erbschaft, alles klar. Das hängt ja zusammen. Ich glaube, es hängt ganz klar zusammen. Die Frage von Klimagerechtigkeit und Sozialgerechtigkeit. Klimagerechtigkeit ist eine soziale Frage. Das hatten wir beim Kolonialismus schon. Da geht es grundlegend um Ungerechtigkeit und Ausbeutung. Ja. Und genau deshalb musst du halt nicht nur Maßnahmen machen, über die wir eben geredet haben, wie im Verkehrsbereich und anderen Bereichen, sondern einhergehen muss eine grundsätzlich andere Verteilung von Einkommen und Vermögen in dieser Gesellschaft, um da etwas dran zu ändern. Reden wir über Vermögensteuer, höhere Erbschaftssteuer, eine vernünftige, progressive Einkommenssteuer, Spitzensteuersatz erhöhen und ähnliches. Mhm. Sind ja erstmal erste Maßnahmen, die man machen kann. Das heißt, die wirklich zur Kasse bitten in unserer Gesellschaft, die viel zu lange entlastet worden sind. Und auch jetzt in der Corona-Krise haben wir gesehen, dass die großen Vermögen eben weiter anwachsen. Und da gestern Abend ganz zufällig, weil bevor ich ein Video von dir angeguckt habe, war irgendein anderer Sender eingestellt, keine Ahnung, wer den vorher eingestellt hat, Welt der Wunder oder sowas gibt's offensichtlich, habe ich noch nie vorher gesehen. Und da war eine Dokumentation über Nico Rosberg, heißt er, glaube ich, dieser Rennfahrer. Ja. Und der ist wohl in Monaco aufgewachsen und so. Und er erzählte und wir machen ja jetzt unseren Strom hier auch grün und nutzen ja die Wasserwärme des Meeres und tun jetzt ganz viel fürs Klima, wie das ja auch Fridays for Future wollen und so. Mm. Und stand dann vor dem Yachthafen, wo du die ganzen richtig fetten Yachten gesehen hast in Monaco. Das ist elektronisch betrieben. Ja, natürlich, alles mit elektronisch sauber und grün, natürlich. Selbstverständlich. Ja. Und
Dazu musst du wissen, dass es in Monaco eben nur eine Mehrwertsteuer von 50% gibt und keine progressive Steuer. Und das bedeutet für mich Greening Capitalism. Das heißt, dem Kapitalismus ein grünes Mäntelchen überzuziehen, den Grün anzustreichen. Das ist die eine Option. Und die andere Option ist grundsätzlich, und das ist, glaube ich, das einzig wirksame, grundsätzlich Schluss zu machen oder es zu verändern vom Grundsatz her, wie wir konsumieren, wie wir produzieren, wie wir wirtschaften. Und das heißt, an die Grundfesten unseres Systems auch ranzugehen. Also das ist das, was System Change für mich bedeutet. Ah ja, du bist ein ganz schön gefährlicher Typ im Bundestag für den Status quo. Ja. Für den Status quo, genau. Und es ist immer schwerer, es ist immer einfacher, darauf zu beharren, wie eine Gesellschaft ist. Die Beharrungskräfte sind immer die einfacheren Kräfte. Und wenn du etwas grundlegend anders machen willst, und ich will diese Gesellschaft, wir als Linke wollen, dass diese Gesellschaft grundlegend solidarischer, gerechter, sozialer und eben auch klimagerecht machen. Und wenn du das machen willst, musst du da ein paar Grundsätze einfach ran. Zwei kurze Fragen noch, dann sind wir durch. Bernie Sanders hatte in seinem Wahlkampf gesagt, es sollte gar keine Milliardäre geben. Wir waren jetzt gerade bei der Ungleichheit in Deutschland. Bist du der Meinung, dass es Milliardäre geben sollte? Wir haben eine Gesellschaft, wo Erbschaft vererbt wird, wo Armut vererbt wird, wo sozialer Status vererbt wird. Das ist eine extrem ungleiche Gesellschaft. Kannst du irgendwie vielleicht so vergleichen wie Ende des 18. Jahrhunderts mit der Aristokratie. Ist ja auch nicht gut ausgegangen für die Aristokratie. In gewisser Weise. Zumindest was politische Herrschaft angeht. Und ich glaube, diese Gesellschaft steht vor der Frage, bricht sie auseinander? Wird sie sozial gespalten? Sie ist schon sozial gespannt, aber fährt sie wirklich daran auseinander, zerbricht sie daran und daran wird auch unsere Demokratie zerbrechen. Deswegen ist soziale Gerechtigkeit eine ganz grundlegende Demokratiefrage und das heißt auch, lass uns darüber reden, wie wir Reichtum begrenzen, wie wir obszönen Reichtum und obszöne Einkommen und Vermögen begrenzen. Ja. Hast du da eine Idee? Reichtum begrenzt. Thomas Piketty aus Frankreich beispielsweise schlägt eine radikale Erbschaftssteuer vor, damit eben große Vermögen nicht weitergegeben werden können. Es geht nicht darum, irgendwie der Oma, das kommt ja von der CDU immer, ne? Der Oma ihr Häuschen zu nehmen, sondern es geht tatsächlich darum, dass das Vererben von Macht, Einfluss und Reichtum beendet. Und dann sagt man, wir machen eine Erbschaftssteuer von 90% oder was weiß ich, 1 Million darfst du behalten und die restlichen 9 Milliarden musst du abgeben. Das wird wahrscheinlich für unsere Gesellschaft auch redaktiv gut laufen. Dann hätte der Staat wesentlich mehr Ressourcen zur Verfügung, um auch Gerechtigkeit zu machen und die Aufgaben, die wir gesellschaftlich angehen müssen, anzugehen. Ich glaube, wir können die Demokratie nur verteidigen, wenn wir mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt hinbekommen und wenn wir diese Spaltung überwinden. Bist du eigentlich Europäer? Nee, klar. Also so ein Anhänger der EU oder gibt ja auch viele EU-Kritiker bei den Linken? Der Zurückfall in Kleinstaaterei und in Nationalismus ist niemals eine Option. Und ich kämpfe dafür, dass wir diese Europäische Union verändern und anders machen. Und Europa ist dafür das Gebiet, auf dem wir uns bewegen. Die Europäische Union ist dann ein Bezugsrahmen und die müssen wir verändern, grundlegend. Und letzte Frage, ich bekomme, also wenn du mit den Scientists for Future sprichst, mit Klimaforschern oder auch mit Leuten von Fridays for Future oder Ende Gelände, die regen sich immer wieder auf, dass es keine Partei im Bundestag zumindest gibt, die in dem Wahlprogramm oder in dem Parteiprogramm machbare Maßnahmen und Politik vorschlägt, dass das 1,5-Grad-Ziel noch erreicht werden kann von Paris. Wow. Also, dass die Grünen das nicht schaffen, das muss ich dann mit den Grünen besprechen, aber warum schaffen das die Linken auch nicht?
Wir haben Aktionsplan Klimagerechtigkeit, wo wir sagen, was bis 2030 passieren müsste, um tatsächlich das zu schaffen, die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens. Ja, aber auf, das haben sich über, die Wissenschaftler auf über angeguckt. 100 und, Seiten. Und das kommt denen schon ziemlich nahe. In einigen Punkten ist da Nachholbedarf. Aber grundlegend kommt es dem nahe und ist, wenn wir das umsetzen würden, was da an machbaren Alternativen und Perspektiven formuliert wird, hätten wir eine klimagerechtere und eine solidarische Gesellschaft. In welchen Punkten habt ihr Nachholbedarf? Ich glaube, man muss es in einigen Punkten noch anschärfen. Es geht um die Rolle von Erdgas, um die Rolle von Wasserstoff und ähnlichen Sachen. Da müsste man nachschärfen. Aber ich glaube, was Verkehrspolitik angeht, was Energiepolitik, Ausbau erneuerbarer Energien angeht und so weiter, ist das auf dem Stand der Zeit und beschreibt, wie wir eine andere, eine klimagerechte und solidarische Gesellschaft erreichen können. Aber wie gesagt, das wird nicht funktionieren. Es reicht nicht, irgendwie zu Merkel zu gehen und zu sagen, wir haben die besseren Argumente, sondern das wird nur funktionieren, wenn du dich mit Macht und mit Lobbyinteressen anlegst. Und wenn du jetzt beim Gas gerade warst, fällt mir gerade ein, Nord Stream 2, was hältst du davon? Ist ja fast jetzt fertiggestellt. Bist du dann Befürworter oder ein Gegner? Also wenn du noch einen Moment Zeit hast, erkläre ich dir das am Beispiel. Wir haben in der Nähe von Lübeck ein Bürgerenergieprojekt besucht, wo eine Gemeinde sich von E.ON das Nahwärmenetz zurück erkämpft hat. Die haben jetzt gerade aber ein Problem. Die haben ein Problem, dass weniger Einwohnerinnen in dieses Nahwärmenetz, was 100% Erneuerbare hat, reingehen wollen, weil einfach das billiger ist, eine Gasheizung zu betreiben. Und die Problematik, und das hatten wir auch im Fachgespräch im Deutschen Bundestag, ist, dass du mit Nord Stream 2 und mit dem scheiß LNG-Gas von Trump so einen Zubau von Gasressourcen hast, dass wir sowas haben wie so einen kalten Krieg ums Gas, ne? Einen neuen kalten Krieg, wo es um Gasvorkommen geht. Also nicht umsonst gibt es jetzt diesen Konflikt zwischen Griechenland und der Türkei. Und Gas ist extrem klimaschädlich und ist nochmal ein Beschleuniger für die Klimakrise. Und deswegen bräuchten wir theoretisch Nord Stream 2, weder Nord Stream 2 noch das LNG-Gas von Trump, was ja auch ein schmutziges Geschäft ist, was die EU da eingegangen ist. Sprichst du damit für deine Partei oder deine Fraktion? Nee, ich spreche dafür, was wissenschaftlich und klimapolitisch notwendig ist. Die Fraktion hat beschlossen, aus sicherheitspolitischen Gründen zu sagen, dass der Bau, das ist so ein Punkt, wo es halt Diskussionsbedarf gibt und wo ich glaube, dass die Fraktion da auch nach arbeiten muss an diesem Punkt, aus sicherheitspolitischen Gründen. Weil die Russen uns sonst totschießen, wenn wir das Gas nicht nehmen. Ich glaube, es geht da um Kooperation und Wirtschaftsverträge und dass man sich von den Amerikanern, Stichwort Sanktionen, da nicht die eingreifen lässt in die staatliche Souveränität. Und das ist immer, dass das ein Thema zwei Seiten haben kann. Ja. Aber ich glaube, dass man im Sinne, und das ist eben einer der Punkte, dass man im Sinne von Klimagerechtigkeit an dieses Thema Gas ran muss, weil wir müssen eben auf Perspektive auch aus dem Gas raus. Gut, das war Lorenz Göster-Beutin. Du musst uns ganz nochmal klären, wo kommt der Name Göster her? Göster kommt aus dem... Du bist jetzt in 472 Folgen, also den Namen kenne ich noch nicht. Göster kommt aus dem Schwedischen mit einem J wie Göteborg sozusagen, Jöster eigentlich, aber... Ja, in Deutschland halt Göster, ne? Ja. Wie Kubicki eben auch in Deutschland Kubicki heißt und nicht Kubicki. So werden Namen halt eingedeutscht. Und das Witzige ist, Lorenz ist ja der erste Vorname, Laureatus, der Lorbeerumkränzte. Und Göster, im Deutschen hieße das Gustav oder so, wäre ja auch niemand, ne? Der Streitschlichter oder die Axt Gottes. Ziemlich absurd, ne? Was Namen manchmal mal machen. Yeah. Bist du religiös? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Göster, dann vielen Dank für deine Zeit. Das war spannend dir. Und ich glaube, einige in deiner eigenen Partei werden noch von dir hören müssen.
Denke ich schon, ne? Das ist mein Job. Wie lange willst du im Bundestag sitzen? Hast du dir eine Obergrenze gesetzt? Ich habe schon häufig Kollegen erlebt, die gesagt haben, nach 2 Legislaturperioden ist Schluss und die dann trotzdem weitergemacht haben. Ich will tatsächlich etwas verändern und ich will Bewegungspolitik und die Politik unserer Fraktion und Partei mitverändern. Ein Stück weit ist das schon gelungen und ich glaube, da ist noch ein langer Weg zu gehen. Ich weiß nicht, wann Schluss ist. Ich glaube, an dem Punkt, wo mir Freunde von mir sagen, ey, du bist abgehoben und mir vor Schienbein treten. Und sobald ich genau dieses Leben führe, was ich vorhin beschrieben habe, mit dem Dienstwagen, Quatsch, mit dem Fahrdienst abgeholt werden und zu den Lobbyfrühstücken gehen, das ist spätestens der Punkt, wo man aufhören muss. Das heißt, du willst jetzt nicht wie Wolfgang Schäuble, der schon, bevor wir beide geboren wurden, Mitglied des Bundestags waren. Seit 73. Ja, also jetzt fast 50 Jahre. Ja, ne? Krass. So lange willst du nicht. Eigentlich nicht, nee. Also man könnte sagen 3 Legislaturperioden, 4 Legislaturperioden, aber man muss sich erden. Man muss sich irgendwann wieder erden. Gösta, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für die finanzielle Unterstützung unserer UnterstützerInnen. Danke dafür. Bye, bye. Ciao. 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 Tschüss.